sehr, sehr herzlich heute Abend hier für die DL 21 zum Thema, das uns alle eigentlich intensiv beschäftigt, nämlich zum Thema Rente. Und wir als SPD haben dieses Thema ja schon seit vielen, vielen Jahren auf der Agenda. Und im Moment sind wir gerade wieder in Vorbereitung für ein Programm für den Bundestagswahlkampf. Und das Thema Gerechtigkeit hat sehr eng was mit dem Thema Rente zu tun. Und dieses Thema war auch oft ein Streitthema in der Partei. Ich sage da nur das Thema Rente 67. Wir haben jetzt in der Großen Koalition viele Punkte für eine Rentenreform eingebracht, umgesetzt. Da nenne ich nur zwei Punkte. Rente 63 nach 45 Jahren, wobei sich rumgesprochen hat, das betrifft gerade mal zwei Jahrgänge. Die anderen sind auch in dieser Riester-Staffel dabei. Dann sage ich nur Flexi-Rente. Das ist ein Punkt, der uns beschäftigt. Die Aufwertung der Mütterrente, sehr schön, aber leider nicht aus Steuermitteln. Ich will jetzt hier nicht beim Thema Rente und den Punkten, die wir in der Großen Koalition gemacht haben, unbedingt immer nur so einen Negativschlag einbringen. Aber was uns im Grunde immer durchgängig beschäftigt, ist das Thema Rentenniveau. Und da gibt es jetzt auch Pläne der jetzigen Bundesregierung, die ein Stück weit das auffangen wollen, den freien Fall, in dem im Prinzip das Rentenniveau ist. Freier Fall klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber für diejenigen, die es betrifft, hat das schon große Bedeutung. Denn wenn wir nichts tun würden, wissen wir, dass wir, glaube ich, 2030 ungefähr bei einem Rentenniveau von 42, aber die 41, irgendwas, da haben Sie alles dabei, sehr schön, landen würden. Und als wir mit der SPD-Rentenreform begonnen haben, unter Rot-Grün, haben wir mehrere Dinge gemacht. Wir haben im Prinzip gesagt, wir gehen weg von der Lebensstandardsicherung zu einer Beitragsabsicherung. Das haben wir Linken immer ziemlich heftig kritisiert, weil es ein Stück weit auch zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Dann wurde eine private Vorsorge, Stichwort Riester-Rente, immer wieder angeführt und gesagt, mit dem Argument untermauert, ihr müsst riestern, dann habt ihr 4%, könnt ihr damit auffangen und das ist dann alles wunderbar. Wer sich jetzt so die betrachtet, wer jetzt riestert, der stellt fest, dummerweise sind es nicht die unteren 20% der Einkommensbezieher, sondern es sind diejenigen, die ein bisschen besser verdienen. Die anderen können sich das Riestern gar nicht leisten, weil das eben auch was kostet. Dann haben wir die betriebliche Rente, auch das ein wichtiges Thema, das vor allen Dingen ein großes Gewerkschaftsinteresse stößt. Das Problem ist da, dass wir viele Menschen im Einzelhandel haben, in den Dienstleistungsbereichen, die auch von dieser betrieblichen Rente nicht profitieren. Also kurz gesprochen, wir wollen uns aufstellen für die Bundestagswahl und wollen dafür gute Argumente finden, dass wir als Linke nachdrücklich darauf drängen, das Rentenniveau wesentlich höher anzusetzen, nämlich bei mindestens 50%. Und jetzt kommt gerade der Klaus Bartel rein, das ist gut. Denn der Klaus Bartel ist AFA-Bundesvorsitzender und die AFA hat eben unter diesen politischen Vorzeichen das Thema Rente immer sehr, sehr stark propagiert und hat in allen Anträgen dieses Thema Rentenniveau als zentrale Forderung immer mit dabei. Und der Klaus Bartel als mein Bundestagskollege und als AFA-Bundesvorsitzender wird diese politische Position hier vertreten. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Klaus. Vielen Dank. Und du bist jetzt hier, das sage ich jetzt hier gleich auch für alle. Wir haben als DL immer einen Livestream im Internet
weil unsere Leute sind bundesweit organisiert. Also Sie können sich jederzeit einklicken und die Debatte verfolgen und ich grüße eben auch alle, die das jetzt gerade tun. Ich grüße vor allen Dingen auch unseren Referenten Dr. Johannes Geier vom DIW. Er hat mit allen sozialpolitischen Themen zu tun, mit Pflege, aber eben auch mit Arbeit und Beschäftigung, eben auch mit Rente. Das ist wunderbar. Er hat schon ein bisschen angekündigt oder ich habe bei ihm durchgehört, er will gar nicht so sehr die politische Bewertung machen, sondern, das ist ja auch klar beim DIW, sondern er will einfach die Entwicklung unterlegen und will ein Stück weit einfach auch die Auswirkungen darstellen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn nicht, dürfen Sie mich jederzeit korrigieren. Dann begrüße ich ganz herzlich Herrn Dr. Reinhold Tiede. Sie sind Leiter eines Geschäftsbereichs bei der Deutschen Rentenversicherung. Also diejenigen, die da tagtäglich im Prinzip mit Rentenbescheiden zu tun haben, aber das ist nicht Ihr Gebiet, Sie machen Forschung und, was war das andere? Forschung und Entwicklung. Forschung und Entwicklung, natürlich. Das Wort Entwicklung gehört ja immer dazu zum Thema Forschung, klar. Also, ich nehme an, ja, wie entwickelt sich die Rente und dann können Sie uns eben auch Auskunft darüber geben, was müssen wir tun, weil um diese beiden Stichworte, die ich da gerne geben möchte, nämlich Lebensstandardsicherung und Armutsvermeidung. Es ist nicht beides das Gleiche, deswegen sage ich das und. Und ich darf an der Stelle, bevor wir in die Debatte einsteigen, ganz herzlich die Angelika Graf von der Arbeitsgemeinschaft 60plus begrüßen und auch den Friedhelm Hilgers, der auch bei 60plus, aber auch bei der DL 21 aktiv ist. Seid ihr beiden herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine Debatte und ich habe eingangs gesagt, wenn wir über Gerechtigkeit reden, sind wir ganz schnell bei den Themen, die um die Rente gehen. Warum? Und das ist das, was mich persönlich immer sehr, sehr bestürzt. Ich komme aus Ulm, da ist die Welt ein bisschen mehr in Ordnung als hier in Berlin, aber auch da gerät sie schwer aus den Fugen. Und wenn ich an den Reichtums- und Armutsbericht denke, der jetzt wieder zum fünften Mal aufgelegt wird, und auch an den Armutsbericht Baden-Württemberg, sind Menschen mit brüchigen Erwerbsbiografien, Menschen in prekärer Beschäftigung, massivst von Altersarmut bedroht. Und das kann man dann auch ein Stück weit so ein bisschen benennen. Das sind dann so ältere Frauen zum Beispiel, Alleinerziehende, Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist eine Stigmatisierung und das sind Lebensperspektiven, die natürlich auch an die nachfolgende Generation weitergegeben wird. Umso wichtiger ist es, dass wir dieses Thema Rente wieder massiv auf unsere Agenda nehmen und sagen, Leute, die lange gearbeitet haben, dürfen keine Angst haben vom Alter. Und das soll mein abschließender Satz sein für die Einleitung. Also ich finde es für diese Gesellschaft richtig, richtig schäbig, wenn alte Leute nachts Flaschen sammeln müssen. Das finde ich unerträglich. Und ich glaube, wenn wir diese Botschaft auch in unserem Wahlkampf unterlegen mit sachlichen, fachlichen Argumenten, dann haben wir viel für das Thema Gerechtigkeit getan. Und in diesem Sinne frage ich Sie als erstes, Herr Geier. Nein, ich wollte Sie fragen, Herr Geier. Nein, weil Sie machen ja Forschung und Entwicklung. Das, aber bei der Deutschen Rentenversicherung. Genau. Und wenn Sie einfach mal einsteigen, so mit der Entwicklung, wir haben jetzt ein durchschnittliche Renten bei den Männern von knapp über 1000, bei den Frauen über 500, nicht ganz 600 Euro. Das sind die durchschnittlichen Renten. Und wenn man weiß, wie viel man für Miete ausgeben muss und wie viel andere Lebenshaltungskosten, wie hoch die sind, finde ich, ist es immer eine Milchmädchenrechnung, dass wir sagen, hier, es gibt doch die Grundsicherung.
weil auch die Grundsicherung muss bezahlt werden. So. Und, bei dieser Debatte fehlt immer, wie bezahlen wir bitte schön die Grundsicherung. Und da will ich einfach von Ihnen mal ein Stück weit so die Grundlage, wie wird sich das entwickeln? Wenn Sie damit einsteigen mögen, wäre das ganz toll. Also herzlich willkommen. Und ich finde, an der Stelle darf für unsere Referenten mal geklatscht werden. Ich finde es sehr schön, dass Sie sich für dieses Thema heute Zeit nehmen. Danke. Ja, das machen wir aber gerne. Ich meine, das ist ja ein spannendes Thema und das ist auch ein Thema, an dem wir aktuell in allen möglichen Zusammenhängen dran sind. In der Forschung sind wir dran, sehr intensiv. Wir sind im politischen Bereich, also wir machen ja auch Politikberatung, heißt das dann ja immer, wenn wir ab und zu mal ein paar Zahlen weitergeben und Ähnliches. Also wir machen da eine Menge und es ist ein Thema, was in den letzten paar Monaten, kann man fast sagen, in den letzten 2 Jahren, sage ich mal, nochmal richtig viel an Fahrt gewonnen hat. Was uns als Rentenversicherung ein bisschen stört, das liegt aber nicht an der demokratischen Linken, das liegt auch nicht an der SPD, ich glaube auch nicht, dass es an der Politik insgesamt liegt. Wir sind nicht die demografische Linke, wir sind die demokratische Linke. Habe ich was anderes gesagt? Wenn ich was anderes gesagt haben sollte, ich finde es aber nett. Dann wäre das falsch gewesen. Nein, aber es liegt nicht daran, sondern ich glaube, wir haben im Augenblick eine öffentliche Debatte, die einfach nach Sensationen sucht. Und dabei übersieht, dass im Augenblick sage ich, sage gleich noch was für die Zukunft, im Augenblick die gesetzliche Rentenversicherung so gut dasteht, wie eigentlich, also ich bin seit 30 Jahren bei der Rentenversicherung, so gut haben wir noch nie ausgesehen. Wir haben in dieser Zeit, wo ich da bin, wir haben eine ausgesprochen gute Situation. Wir haben heute einen weiteren Satz, der ist niedriger als vor 30 Jahren, obwohl die demografische Situation deutlich schlechter ist. Also dieses viele Gerede, wo immer gesagt wird, früher kamen auf einen Rentner 4 Erwerbstätige, heute nur noch 3, so ist das Verhältnis ungefähr, gegenüber den 80er Jahren. Und in Zukunft sind es nur noch 2, also alles ganz schrecklich. Wir sehen heute, dass der Wandel von 4 Erwerbsgenerationsmenschen auf einen Rentner zu 3 zu 1. Dieser Wandel, der hat uns nicht einen Beitragssatzpunkt gekostet. Im Gegenteil, der Beitragssatz ist niedriger als in den 80er Jahren, wo 4 Erwerbsmenschen im Erwerbsalter auf einen Rentner kamen. Da hat sich ganz viel verändert. Das meiste, was sich verändert hat, ist der Arbeitsmarkt. Wir haben einfach heute eine sehr viel bessere Arbeitsmarktsituation. Da können wir als Rentenversicherung überhaupt nichts für. Da sind wir einfach gesegnet mit, dass sich das so entwickelt hat. Und dadurch haben wir sehr hohe Beitragseinnahmen von sehr vielen Beschäftigten, die übrigens auch nicht alle schlechte Löhne haben. Die Lohnentwicklung ist in den letzten 10 Jahren auch positiv. Jedenfalls gibt es eine positive Reallohnentwicklung. Also nach Abzug der Preissteigerungsraten ist mehr in der Tasche als vorher. Bei den Rentnern übrigens auch. Das wird immer vergessen. Wäre der zweite Punkt, wieso es der Rentenversicherung so gut geht, das liegt auch daran, dass unseren Kunden, sage ich mal, den Rentnern gut geht. Wir haben in den letzten 10 Jahren auch reale Einkommenszuwächse bei den Rentnern. Das wird auch immer vergessen. Da gerade so die immer Rentenversicherung schlecht schreiben, die sagen immer, alles geht den Bach runter, alles wird schlechter. Nein, heute in den letzten 10 Jahren, das gilt nicht für alle Vergangenheit, aber in den letzten 10 Jahren sind die Renten stärker gestiegen als die Preissteigerung. Die Löhne sind noch stärker gestiegen. Und dass die Löhne noch stärker gestiegen sind als die Renten, das zeigt sich dann im sinkenden Rentenniveau. Denn das Rentenniveau sagt nichts aus über die Höhe der Rente, sondern sagt was aus über das Verhältnis zwischen Rente und Lohn. Und zwar auch nicht das persönliche Verhältnis, was ich habe als Rentner, sage ich mal, im Vergleich zu meinem letzten Gehalt. Das ist so die Beamtenvorstellung. Ich bin kein Beamter, deswegen kann ich das mal gut sagen. Bei den Beamten ist das so, da orientiert sich die Pension am letzten Gehalt. Ist ein bestimmter Prozentsatz des letzten Gehaltes. In der Rentenversicherung nicht. Da hat die Rente nichts mit dem letzten Gehalt zu tun, sondern mit dem Durchschnitt über das gesamte Erwerbsleben. Und von daher sagt auch das Rentenniveau nichts über das individuelle Rentenhöhe im Vergleich zu irgendwas aus, sondern das Rentenniveau ist eine ganz globale, wir sagen immer pauschalierte Größe, die was über das Leistungsniveau der Rentenversicherung aussagt, aber nicht über die Höhe der Rente des Einzelnen.
Und das wird zum Beispiel daran deutlich, dass wir in den letzten 10 Jahren eine Senkung des Rentenniveaus um 6%, nicht Prozentpunkte, sondern 6% hatten, aber gleichzeitig ein Anstieg der Renten um, ich glaube, 16% im Westen und 24% im Osten. Also Rente und Rentenniveau sind unterschiedliche Sachen. Rentenniveau heißt nicht die Höhe der Rente. Das wird immer ganz leicht verwechselt. Ich persönlich habe wirklich gewisse Probleme mit diesem Begriff Rentenniveau. Ich muss aber zugeben, die Rentenversicherung hat den selbst immer gern ins Spiel gebracht. Deswegen wollen wir uns da jetzt gar nicht rausmogeln. Es wäre auch, glaube ich, falsch, da jetzt irgendwie anzufangen, über neue Sachen nachzudenken. Das ist mal was für die Zukunft. Im Augenblick haben wir das, was da ist und müssen damit leben. Letzter Punkt noch, der Rentenversicherung geht es auch gut. Das sieht man auch daran, dass sie sehr hohe Rücklagen hat. Erstaunlich hohe Rücklagen. Mehr als, wie gesagt, in den letzten 30 Jahren jemals. Über 30 Milliarden Rücklage. Das ist überhaupt nicht so was Gutes. Denn die Rücklage bringt uns nichts. Im Gegenteil, in zunehmendem Maße müssen wir Minuszinsen zahlen für unsere Rücklage. Also wir haben nicht mehr viel von der Rücklage, sondern bei dem, was schon ein bisschen länger angelegt ist, da gibt es immer noch einen niedrigen Positivzins. Bei dem, was wir kurzfristig aktuell anlegen, haben wir, es gibt keine Negativzinsen, zahlen wir, wie heißt das, Verwahrgebühren. Die Banken verlangen Verwahrgebühren, so heißt das. Und das heißt, wir müssen Geld dafür zahlen, dass wir das Geld da anlegen. Und das heißt, diese hohe Rücklage, die wir haben, bringt uns im Moment nichts. Sie sichert uns über einen gewissen Zeitraum jetzt noch den niedrigeren Beitragssatz. Weil solange diese Rücklage da ist und so langsam verbraucht werden kann, braucht man den Beitragssatz nicht erhöhen. Aber ansonsten ist es nicht so unbedingt hilfreich, so eine große Rücklage zu haben. Also der Rentenversicherung geht es gut, das wollte ich festhalten. Das heißt nicht, dass das so bleiben muss. Heißt es eindeutig nicht. Alle Prognosen und auch wenn wir selber rechnen, kriegen wir raus. Wir werden in Zukunft einen höheren Beitragssatz haben. Wir werden ein weiter sinkendes Rentenniveau haben. Das sinkende Rentenniveau wird nicht, auch in Zukunft nicht heißen, dass die Renten sinken, aber sie steigen nicht so stark wie die Löhne. Und das heißt Rentenniveau sinken. Und wir werden ganz besonders, und das ist das, was Sie ja auch ansprachen, wir werden ganz besonders ein Problem bei einzelnen Gruppen haben, bei speziellen Gruppen haben. Und die meisten sind genannt, das sind die Selbstständigen. Die Selbstständigen werden in Zukunft ein richtig großes Armutsrisiko kriegen. Und deswegen halte ich es auch für sehr sinnvoll, wie es ja zumindest in diesem, wie heißt das jetzt, Gesamtkonzept von Andrea Nahles drinsteht, auf das sich die Bundesregierung nicht einigen konnte, aber was da nun schon mal als Papier auf dem Tisch liegt, dass da drinsteht, eine obligatorische Absicherung für alle Selbstständigen. Halte ich für sehr wichtig. Die zweite Gruppe, die gefährdet ist, das sind Langzeitarbeitslose. Nach wie vor ein Problem. Wir haben einen wirklich in Deutschland ganz erstaunlich guten Abbau der Arbeitslosigkeit. Auch im internationalen Vergleich stehen wir da gut da. Aber bei den Langzeitarbeitslosen passiert wenig. Der Sockel bleibt hoch, geht kaum zurück. Wer langzeitarbeitslos ist, hat ein Alterssicherungsproblem, ein ganz gravierendes. Die dritte Gruppe, die gefährdet ist, sind Personen im Niedriglohnsektor. Nicht wer mal 2 Jahre oder als Student oder so im Niedriglohnsektor arbeitet, das ist kein Problem. Aber wenn jemand über lange Zeit im Niedriglohnsektor arbeitet, der hat ein Problem. Die Friseuse, die ihr Leben lang Friseuse ist, hat ein Alterssicherungsproblem. Und da ist sicherlich sehr hilfreich, dass der Mindestlohn eingeführt wurde. Das wird zu Veränderungen da führen. Die Frage ist, ob das ausreichend sein wird. Und die vierte Gruppe, die ich noch nennen will, das sind die Erwerbsgeminderten, die vorzeitig Erwerbsgeminderten. Das ist, glaube ich, im Augenblick die Gruppe mit dem höchsten Armutsrisiko in unserer Republik, von denen, die so Rentenbezieher und sowas sind. Die alleinerziehenden Familien sind ein viel größeres Armutsrisiko und Langzeitarbeitslose auch in der Erwerbsphase haben ein großes Risiko. Aber die Erwerbsgeminderten sind von unserer Klientel die Gruppe, die heute schon, ich glaube, 14-15% der Erwerbsminderungsrentenbezieher haben ergänzende Grundsicherung. 14-15%. Bei den Altersrenten sind es weniger als 3%. Also da ist ein großes Problem. Und insofern haben wir sehr begrüßt, dass in dem Rentenpaket dazu auch eine drin war. Und wir haben jetzt auch gerade, gestern war die Verbändeanhörung zu dem neuen, nochmal einen zweiten Aufschlag, Verbesserungen bei Erwerbsminderungsrenten. Und da haben wir als Rentenversicherung auch gesagt, dass wir sehr begrüßen, dass da nochmal ein zweiter Aufschlag gemacht wird. Also diese vier Gruppen, glaube ich, sind die Problemgruppen, was Altersarmut angeht.
Es wird schon was gemacht bei Erwerbsgeminderten, das ist sehr gut. Es wurde was gemacht mit Mindestlohn, ist auch sehr gut. Aber bei Selbstständigen und auch bei Langzeitarbeitslosen, da fehlt noch was. Eindeutig, da fehlt noch. Gut, wir diskutieren um die Mindesteinkommensgrenze bei kleinen Selbstständigen, die ja bei fast 2500 liegt. Das ist, glaube ich, schon ein ganz dickes Problem. Ich würde jetzt Sie gerne, Herr Geier, fragen, also es ist ja ein sehr positives Bild gezeichnet worden, was die Rente anbelangt. Und der größte Punkt ist, dass es so ein Gap gibt, der vielleicht immer weiter auseinandergeht zwischen Rentenentwicklung und Lohnentwicklung, wodurch im Prinzip das Rentenniveau immer sinkt. Also ich glaube, diese Situation, dass wir jetzt nachhaltig diskutieren oder immer kommunizieren müssen, was ist eigentlich das Rentenniveau? Es ist nicht, dass du 46% von deinem Verdienst bekommst, sondern es ist etwas anderes, das hat sich rumgesprochen. Trotzdem ist dieses Rentenniveau natürlich etwas, was man fundamental diskutieren muss. Und es kann ja auch nicht gut sein, wenn die Rente sich immer stärker abspaltet von der Lohnentwicklung. Darf ich Sie das einfach mal fragen, wie Sie das sehen? Ja, also vielleicht dann greife ich gleich den Beitrag von Herrn Tieder auf. Die durchaus positive Entwicklung der Rente war natürlich auch bedingt, teilweise durch einen sehr hohen Steuerzuschuss, der über die Jahre gewachsen ist in die Rente. Also heute kann man wahrscheinlich auch sagen, war noch nie so viel Steuermittel in der Rente wie zuvor. Dann haben wir bei den, dann zeigt das, was Herr Thiel gesagt hat, auch, dass diese einfache demografische Rechnung mit erwerbsfähiges Alter und Menschen im Rentenalter, dass das nicht hinreicht, sondern tatsächlich geht es um Beschäftigte. Und dann Leistungsempfänger und Empfängerinnen und um das Verhältnis. Und das Verhältnis sieht im Moment sehr gut aus. Man hat aber diese Entscheidung zum Absenken des Rentenniveaus getroffen. Ich meine, die treibende Kraft dahinter war ja der sogenannte demografische Faktor. Also ein Faktor eigentlich in der Rentenanpassungsformel, der berücksichtigt, dass das Verhältnis von diesen Beitragszahlenden und den Rentenempfangenden sich nachhaltig in Richtung ältere Gesellschaft verschiebt. Ja, und das war sozusagen ein Stück von diesen ganzen Maßnahmen, die den Beitragssatz stabilisieren sollten und gleichzeitig sollte durch andere Maßnahmen das Niveau nicht ganz zu sehr sinken sozusagen. Ja. Und das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ist das eine strategische Entscheidung. Also die Bundesregierung hat damals das gemacht, um den Beitragssatz, und zwar nicht aus meiner Sicht nicht unbedingt für die Beschäftigten, sondern auch aus Sicht der Standortkonkurrenz, niedrig zu halten bzw. nicht weiter steigen zu lassen. Und der Druck auf den, also dieses Argument war ja ganz stark in dieser Debatte, dass die Beiträge für die Arbeitgeber nicht über alle Maßen steigen dürfen. Und das war eigentlich, glaube ich, des Moments, sozusagen eine Bremse einzuziehen, die das verhindert. Und ich glaube, das muss man bedenken bei der ganzen Diskussion, dass das natürlich ein sehr politisches Thema ist, bei 18,7%, Sie sagten das, ist der relativ niedrig, ja, das heißt, im Moment fällt das eigentlich niemandem auf, aber diese demografische Entwicklung setzt jetzt so langsam ein und wir werden demnächst, das heißt noch nicht mal zum Ende der nächsten Legislatur, aber dann ungefähr sehen, dass der Beitragssatz ziemlich stark steigt. Und dann werden wir, glaube ich, eine andere politische Diskussion haben. Das heißt, im Moment, ja, alles sehr positiv, alles sehr gut. Da kann man auch drüber reden, Rentenniveau, das 2030, 2040 sieht sehr niedrig aus. Können wir da was tun? Und ich glaube, da muss man sich ein bisschen entscheiden, inwiefern man wieder sagt, man macht das tatsächlich alles mit der ersten Säule. Oder man sagt, nein, es gibt gewisse Elemente dieser Reform, die machen Sinn, aber man macht punktuell für diese Gruppen, die Herr Thiele genannt hat, Maßnahmen, um dieses richtige Abrutschen, ja, also in die Grundsicherung im Prinzip, für diese Menschen zu verhindern. Da wären aber wahrscheinlich andere Stellschrauben gefragt. Ne? Also das, ja. Ja, herzlichen Dank, Klaus. Da frage ich dich mal gleich für uns als, für dich als APA-Bundesvorsitzende, für uns als Linke. Ist das Thema Rentenniveau fast schon so ein Symbolthema geworden zu dem ganzen Bereich, wie löst man Verteilungsfragen? Und dieser Bereich der Verteilungsfragen hat ja auch was mit Riester zu tun, hat auch was mit den anderen Säulen unseres Rentensystems zu tun.
Ich sage an der Stelle immer unser gutes altes Umlagesystem, auch wenn man weiß, ein Drittel sind Steuern, aber unser gutes altes Umlagesystem ist eigentlich die beste Antwort auf alle möglichen Krisen und sollte eigentlich jedem klar machen, dass wir mit dieser Verteilung im Prinzip am besten fahren. Warum sollten wir also diese private Vorsorge noch weiter ausdehnen? Ihr habt da eine klare Antwort, wie das eigentlich funktionieren sollte. Ja, so ist es also. Ich finde es toll, dass man hier darüber nochmal sprechen kann, weil ich glaube, dass jetzt versucht wird, gerade von dem Thema Rentenniveau abzulenken, weil wir das so in den Mittelpunkt gestellt haben und zu sagen, ja, da gibt es ja noch andere Größen und was hilft es denn den Niedriglöhnern, wenn ihr das Rentenniveau erhöht, die kommen sowieso nicht über die Grundsicherung. Das ist alles richtig und das Rentenniveau ist nicht die einzige Stellschraube, die man in der Rentenpolitik bedienen muss. Aber das Rentenniveau ist für uns deswegen der Dreh- und Angelpunkt, weil es ausdrückt das Verhältnis der Erwerbseinkommen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmereinkommen zu dem, was sie dann im Alter haben. Das heißt, die Frage, werden die Rentnerinnen und Rentner von der allgemeinen Lohn- und Einkommensentwicklung abgekoppelt oder nicht? Und vor 15 Jahren hat man eben entschieden, ja, wir koppeln ab und wir lassen ganz bewusst das Rentenniveau sinken. Und jetzt stellt man halt fest, dass das auch eine Reihe von Folgeproblemen hat. Nicht nur, dass sich die Menschen tatsächlich abgekoppelt fühlen, sondern dass man viele Probleme jetzt hat, die man jetzt versuchen muss, durch Einzelmaßnahmen sozusagen wieder zu reparieren. Also zum Beispiel Lebensleistungsrente oder auch eben alles, was sonst noch tatsächlich womöglich gemacht werden muss, was ja richtig ist, was wir auch unterstützen, erwerbsgeminderten Renten und so weiter. Aber im Grunde geht es an vielen Stellen jetzt darum, die Folgen des gesunkenen Rentenniveaus irgendwie durch Pflaster und hier eine Maßnahme und da eine Maßnahme aufzufangen und zum anderen natürlich den Druck zu erhöhen, aus unserem gesetzlichen Rentenversicherungssystem, wie es, glaube ich, Herr Tiede auch richtig dargestellt hat, das eigentlich hervorragend funktioniert, schrittweise auszusteigen und zu sagen, liebe Leute, dieses System sichert euch eben diesen Lebensstandard, diese Ankopplung an die Einkommensentwicklung nicht mehr und deswegen müsst ihr eben jetzt privat vorsorgen und man muss also alles Mögliche machen, individuelle Vorsorge, Riester, Betriebsrente und. Und ich hoffe doch, dass wir im Laufe des Abends noch drauf kommen, herauszuarbeiten, dass genau dieses Abdrängen auf sogenannte kapitalgedeckte Verfahren, auf privatisierte Formen der Altersvorsorge, dass das eine ganz problematische und gefährliche Geschichte ist, die am Ende mehr Beiträge kosten wird und die also auch nochmal sozial ausgrenzender wirkt und verheerende Verteilungswirkungen hat, im Unterschied eben zum umlagefinanzierten System. Und für uns steht deswegen das Rentenniveau als Dreh- und Angelpunkt eigentlich der gesetzlichen Rentenversicherung und das Prinzip der Lebensstandardsicherung durch ein gesetzliches Solidarsystem im Mittelpunkt. Vielen Dank, Klaus. Herr Geier, Sie haben so ein bisschen den Kopf geschüttelt, als es so darum ging, als der Klaus Bartel gesagt hat, das ist so ein bisschen der Ausstieg, das ist das Thema, wo man den Ausstieg aus unserem Umlagesystem erkennen kann und wo im Prinzip der Kapitalmarkt, also Versicherungen sagen, wir wollen auch dieses letzte Einnahmefeld für uns sichern. Würden Sie das unterstreichen oder wie würden Sie das definieren? Na, ich habe vor allem, glaube ich, bei dem Punkt gestutzt, weil der Bartel sagte, dass die Senkung des Rentenniveaus heute schon ganz viele Probleme offenbar werden lässt. Und da würde ich denken, naja, das ist schwierig an den heutigen Zahlen, das zu zeigen. Also man könnte sagen, okay, die Riester-Treppe, die hat tatsächlich das Rentenniveau ein bisschen reduziert, aber faktisch
man sagen, man könnte kaum ein Problem assoziieren, was mit diesem kleinen Schritt verknüpft wird. Die EM-Rente ist extrem gesunken. Ja, das war eine politische Entscheidung. Das hat auch wieder nicht so viel mit dem Rentenniveau an sich zu tun, sondern doch. Sie sind doch Wissenschaftler. Das haben wir 4% gesehen. Ja, das ist doch albern. Wir sind hier relativ wenig, da kann man gerne reinrufen. Ja, jetzt lassen wir Herrn Geier mal ausreden. Also ich schlage mit den Konsequenzen nach. Okay, Herr Geier hat vordringlich das Wort und dann nehme ich Sie oder dich gleich sofort dran, okay? Okay, mein Argument war ja bloß, wenn man sich mal ins Verhältnis setzt, zum Beispiel die Probleme, die bei der EM-Rente entstanden sind, vielleicht schon vorher existierten, teilweise verdeckt waren, ja, durch die Berufsunfähigkeitsrente, dass die ein viel höheres Ausmaß haben. Wirklich, die haben eigentlich ein Ausmaß, das kann man fast Skandal nennen. Ja? Das heißt, Menschen kommen mit dieser Absicherung gegen die Erwerbsunfähigkeit überhaupt nicht mehr über die Runden. Ja? Und da ist es, das hat jeder gesehen. Ja? Jeder hat dieses Niveau der Neuzugänge gesehen. Es ist extrem abgesunken. Und zwar deutlich mehr als 4%. Es stimmt, diese 4% oder sind ja in der Summe dann sogar ein bisschen mehr. Niveausenkung durch Riester hat natürlich dazu geführt, dass die Renten etwas weniger gestiegen sind. Gar keine Frage. Ja. 10% weniger. Ja gut, okay, aber jetzt hat der Bade gesagt, das Problem wird offenbar. Und ich würde sagen, ja, vielleicht punktuell, aber jetzt verglichen mit zum Beispiel einer stark steigenden Armutsquote, würde ich sagen, müssen Sie mir zeigen, wo diese Riester-Treppe sozusagen dazu geführt hat. Das ist ein Problem in dem Sinne, dass wir da ein ganz großes Anstieg von Armutsrisiko hatten, irgendwo sozusagen sich gezeigt hat. Ja, das würde ich stark bezweifeln. Der demografische Faktor hat ja sogar lustigerweise dazu geführt, dass die Renten etwas stärker gestiegen sind als ohnehin. Also ganz so einfach, meine ich, ist es nicht mit den Rentenzuschüssen. Okay, jetzt habe ich hier Einspruch, euer Ehren, der Klaus Bartel, aber erst der Herr Tiede. Ja, oder war ich hier? Ich würde sagen, jetzt machen wir das mal eben hier auf dem Podium und dann öffne ich sofort, okay? Also ich würde das unterstützen, was Herr Geier sagt. Bei den Erwerbsminderungsrenten haben Sie völlig recht, haben wir im Zugang in den letzten 10 Jahren, nicht in den letzten 10 Jahren, in der Zeit zwischen 2002 und 2012 einen deutlichen und zwar richtig enormen Rückgang. Ich habe die Zahlen dabei, ich ahnte doch, dass das kommt. 2002 war die Durchschnittsrente des Rentenzugangs, Erwerbsminderungsrente 658 Euro, 2011 war der niedrigste Punkt 596 Euro. Das sind 10% bei den niedrigen Renten schon. 10% nochmal weniger im Zugang als praktisch diese Zeit davor. Seitdem ist wieder gestiegen, nicht zuletzt wegen des Rentenpakets. Bei den Altersrenten haben wir eine völlig andere Entwicklung, nämlich eine deutlich ansteigende. Da habe ich jetzt so die Zahlen zwischen 2010 und 2015. Da haben wir bei den Männern im Westen 2010 857 Euro, 2015 1014 Euro, 18% mehr in der Zeit zwischen 2010 und 2015. Darf man das mit den Lohnsteigerungen vergleichen? Die Lohnsteigerung war noch höher. Okay. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal eben feststellen. Da sind wir eigentlich. Ja, machen wir nachher. Die 1999, sage ich Ihnen dann mal. Ja, wenn wir unterschiedliche Zeiträume nehmen, kriegen wir unterschiedliche Ergebnisse. Ja. Das stimmt. Also das ist einfach so. Nein, das ist wirklich wahr. Wir hatten Zeiträume, in denen sind die Renten stärker gestiegen als die Löhne. Das waren nicht so viele Zeiträume, jedenfalls nicht mehr in den letzten 20 Jahren. Ja, es gab eine Phase. In den letzten 3 Jahren, ja. Nee. Also wir hatten beispielsweise die gesamten 60er und 70er Jahre, hatten wir einen deutlich stärkeren Anstieg der Renten als der Löhne. Da ging das Rentenniveau enorm hoch. Und das war einer der Gründe für die Rentenreform von 92, weil man nämlich sagte, das kann kein Mensch mehr bezahlen. Die Rentner kommen immer näher an die Löhne ran, schon fast. Ne? Aber das ist ja nun lange zurück. In den letzten Jahren war das nicht mehr. Ich habe die konkreten Zahlen von 2007 bis 2016, da kann ich Ihnen vorlesen. Da hatten wir einen Anstieg des Durchschnittsentgelts von 21% in der Zeit zwischen 2007 und 2016. Wir hatten einen Anstieg der Renten im Westen von 16%. Also weniger als Durchschnittsentgelt, ein Anstieg der Renten im Osten von 24%, mehr als Durchschnittsentgelt und ein Anstieg der Preise von 12%. Rentenniveau in dieser Zeit um 6% gesunken. Rentenniveau gesunken, logisch, ist ja weniger. Ne?
Ja, wir können über alles reden, aber ein Punkt ist mir nur so ganz wichtig. Beim Rentenniveau, das ist auch, das wollte ich auch bei Herrn Bartels noch sagen, ich verstehe auch, also mir ist auch lieber, wer ein hohes Rentenniveau als niedrig ist, ist doch klar, freut man sich als Rentenversicherung. Allerdings haben wir noch einen hohen Beitragssatz. Nein, was das Problem ist, das Rentenniveau zu erhöhen, ist die, ich würde mal sagen, teuerste von allen rentenerhöhenden Maßnahmen, die man sich vorstellen kann, weil sie alle Renten prozentual gleich trifft, Das heißt, die hohen Renten haben, wenn wir das Rentenniveau um 10% erhöhen, 10% von dem hohen Betrag mehr, die niedrigen Renten haben 10% von dem niedrigen Betrag mehr. Insgesamt sehr teuer. Wenn man die Renten für einzelne Gruppen erhöht, kann man für das gleiche Geld, sage ich mal, sehr viel stärker erhöhen. Deswegen war jetzt zum Beispiel dieser sehr deutliche Anstieg der Erwerbsminderungsrenten, den wir jetzt haben, der war weitaus billiger, als wenn wir, also billiger im Sinne von kostete weniger an Beitrag und Aufwand, als wenn wir das Rentenniveau um 2 Punkte erhöht hätten. Okay. Und das allerletzte noch, was ganz verrückt ist, solche Verbesserungen von einzelnen Maßnahmen, Erwerbsminderungsrenten verbessern, Mütterrente, Rente mit 63, alles das führt aber auch nicht einen Cent dazu, dass das Rentenniveau höher wird. Denn das hat überhaupt keine Auswirkung aufs Rentenniveau. Weil das Rentenniveau sich immer bezieht auf den 45 Entgeltpunkte Mensch, egal ob der jetzt Sonderleistungen kriegt oder nicht, der kriegt das. Gut, ich greife später die Frage nochmal auf, ob es wichtiger ist, mit einzelnen Maßnahmen einzelne Bevölkerungsgruppen vor Altersarmut zu schützen oder ob man einen generellen Wandel bei der Rente durch eine Steigerung des Rentenniveaus, das alle treffen würde, herbeiführt. Die Frage habe ich im Kopf. Okay, Klaus. Also, ich glaube, jetzt sind wir ein bisschen dabei, das für den Durchschnittsrentner, die Durchschnittsrentnerin zu schön zu rechnen. Ich bitte mich zu korrigieren, aber soviel ich weiß, ist die durchschnittliche Zugangsrente des normalen, des durchschnittlichen Neurentners in den letzten 10 Jahren um über 100 Euro gesunken. Nein, stimmt nicht. Wer als Rentenneuzugang jetzt 2015 seine Rente beantragt, kriegt im Schnitt ein Hunderter mindestens weniger als derjenige oder diejenige, die vor über 10 Jahren in die Rente gekommen ist. Und das ist Ausfluss des Rentenniveaus. Nein, und wenn, müssen wir die Zahlen mal überprüfen, bin ich sehr gespannt. Aber es steht doch wohl fest, dass diejenigen, die jetzt in Rente kommen, weniger, deutlich weniger Rente kriegen, als die, die zu gleichen Bedingungen vor 10 oder 15 Jahren in die Rente gekommen sind. Das steht doch fest. Und wenn es um dreistellige Beträge geht, aber da brauchen wir uns ja nicht streiten, dann sind wir in den Bereichen, von denen wir hier reden, um die 1.000 Euro rum, an den Armutsgrenzen dran. Weil wer kann heute noch von 1.000 Euro leben? Und ob er dann 900 hat oder 1.100 hat, ist durchaus ein Unterschied. Und ich habe auch die Zahlen der Rentenversicherung sagen doch, dass im Jahr 2030, wenn sich das Rentenniveau jetzt auf die 44% zubewegt, dass ich dann mit einem Einkommen, das 30% unter dem Durchschnitt liegt, also wenn ich mein Leben lang 70% des Durchschnittseinkommens nur verdient habe, also Verkäuferin, irgend sowas, Lastwagenfahrer oder so, ne, gibt's ja genug, dass ich dann eben auch nach 45 Versicherungs- und Beitragsjahren gerade noch, wenn überhaupt, eben die das Grundsicherungsniveau erreiche. Und das ist Auswirkungs der Absenkung des Rentenniveaus. Das heißt, ich bringe immer mehr Menschen, die ihr Leben lang Beiträge bezahlt haben, bringe ich in die Nähe der Armutsgrenze. Und das ist das Problem der Absenkung des Rentenniveaus. Das heißt, wenn wir uns hier hinstellen würden, die Großen und die Kleinen, jetzt die Körpergröße gemessen, in dem Fall ist egal, und man würde dann hier diesen Raum fluten im Untergeschoss, dann ist doch ganz klar,
solange das Wasserniveau relativ niedrig ist, können wir alle noch atmen. Aber in dem Moment, wo das Wasserniveau ansteigt und das Luftniveau sinkt, werden also immer mehr von den Kleinen dann absaufen. Die anderen schauen vielleicht mit der Nase gerade noch drüber. Und das ist die Folgeabsenkung Rentenniveau. Und das kann ich rechnen und drehen, wie ich will. Und was das Entscheidende, glaube ich, ist auch an unserem Rentensystem und der Akzeptanz ist, dass die normale Arbeitnehmerin, der normale Arbeitnehmer ein Äquivalent kriegt zu seiner Beitragszahlung. Und wenn wir sagen, dieses Rentensystem ist nur noch dazu da, Notfälle zu pflastern, nämlich Geringverdiener, Arbeitslose und Erwerbsgeminderte, und das können wir gerade noch finanzieren und das nehmen wir noch dazu aus dem Beitragstopf raus, so wie es die jetzt, so wie es ja gegen unseren Willen übrigens als SPD ja jetzt passiert ist, ja, dann ist das Rentensystem nicht mehr das, was wir uns eigentlich vorstellen und wozu es mal gedacht war, nämlich als Lebensstandardsicherung für die breite Mitte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und darum geht es uns, dieses System nicht verkommen zu lassen zu einer Ersatzsozialhilfe, die noch dazu über Beiträge finanziert wird und wo es dann für den Beitragszahler am Ende eigentlich wurscht ist, ob er das die Beiträge gezahlt hat oder nicht, weil er sowieso gerade noch froh sein muss, wenn er die Nase über dem Wasser hat. Das ist für mich die Rentenniveau-Frage und ich glaube, da müssen wir uns die Zahlen nochmal genau anschauen. Wir haben überhaupt nichts dagegen, im Gegenteil, wir kämpfen dafür, das findet sich auch in allen unseren Beschlüssen, dass wir bei den Erwerbsgeminderten und bei den Problemgruppen des Arbeitsmarktes, dass wir da was machen müssen. Das ist überhaupt nicht die Frage. Aber das Problem ist, dass das jetzt im Moment dagegen ausgespielt wird, gegen eine Stabilisierung des Rentenniveaus. Ausspielen. Das darf nicht passieren, weil das dann nicht mehr die solidarische Rentenversicherung ist, wie wir sie kennen und wofür wir kämpfen. Weil dann sind wir in einem anderen System drin, das muss man aber dann auch ganz offen und ehrlich sagen und sagen, wir wollen ein gleich ein steuergedecktes System machen, wir ganz anders schaffen wir die Beiträge ab. Weil wenn es am Ende nichts mehr bringt, was soll es? Und das ist auch eine politisch-strategische Frage, weil hier geht es um die Gesellschaft. Mitte derjenigen, die Lasten tragen, auch von diesem Sozialsystem und die am Ende auch noch was davon haben wollen und die dann nicht irgendwo am Ende ihres Arbeitslebens von irgendwelchen Stellschrauben, wo dann der Bundestag mal schnell wieder ein paar Notkorrekturen macht, abhängen wollen, sondern die wollen wissen, ich habe in meinem Leben am Ende was gesichert und ich bin nicht auf den Finanzmärkten damit gelandet. Vielen Dank, Klaus, für dieses politische Statement. Ich will mal ein Wort aufgreifen von Klaus Bartel, Äquivalenz. Das verschiebt sich ja wunderbar, ne, mit dem Rentenniveau. Das ist ja wirklich, also dieser, aha, nein? Na, im Prinzip das ist nicht, ja. Außer für das ist ein versicherungsmathematisches Problem. Ja. Also das ist ein Problem, da würde ich nicht vorreden. Okay. Aber eben wurde gesagt, das ist ganz wichtig. Aber ja, das wurde erstmal, ich glaube, ja. Okay, dann klären wir das doch mal an der Stelle. Äquivalenz, was bedeutet das? Das bedeutet, die Beiträge, die ich zahle, sind bezogen auf die Leistung, die ich dann aus dem System bekomme. Und das soll in einem klaren Verhältnis stehen. Jetzt wird gesagt, ja, und wenn ich jetzt noch lauter Extramittel kriege, zum Beispiel die Beiträge, oder wenn ich. Ja, das muss in einem klaren Verhältnis oder wenn ich stehen. In der Grundsicherung vielleicht habe ich mich dann falsch ausgedrückt. Wenn ich in der Grundsicherung lande, dann ist mein Beitrag wie eine Steuer, weil die hätte ich direkt bekommen. Also da ist die Äquivalenz gebrochen. Aber solange es ein soziales Verhältnis gibt, spricht man von Äquivalenz. Ja, okay, aber wie das ausgestaltet wenn ist, wenn und das geht es ja. 70% des Durchschnittseinkommens habe, dann habe ich noch eine Chance, nach 45 Beitrags- und Versicherungsjahren eine Rente zu kriegen, wo ich also einigermaßen über der Grundsicherung bin. Und in 10 Jahren habe ich das nicht mehr. Bezieht aber das Äquivalenzproblem nicht auf die Versicherung? Und es gibt immer, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf. Jetzt schreibe ich mal eben ein, jetzt öffne ich das mal eben. Mit einer Kombination aus Äquivalenz und Ausgleich und solidarischen Elementen, die dieses System auszeichnet und die Privaten alle nicht haben. Ja. Ich will es jetzt gerne öffnen, weil ich merke, es ist ein heftiger
Informationsaustausch da will, aber vorher noch Herrn Thiele zu Wort kommen lassen. Nein, ist in Ordnung für Sie. Sie haben kräftig geschrieben und bewahren sich das. Genau. Jetzt habe ich hier die Wortmeldung, wenn Sie dazu was sagen möchten. Wenn Sie sich bitte freundlicherweise kurz vorstellen, ganz einfach. Ja, mein Name ist Ulf Mieler. Ich war lange Jahre beim DGB-Bundesvorstand und bin seit 15 Jahren jetzt sowas wie ein Unternehmensberater, Betriebsrechteberater für betriebliche Altersvorsorge. Dass ich da noch nicht schizophren geworden bin, weil ich ja eigentlich die gesetzliche Rentenversicherung favorisiere und nicht unbedingt die kapitalgedeckte oder Riester oder auch diese vielen tariflichen Lösungen. Das weiß ich nicht, was mich da geschützt hat, aber ich entschuldige das immer damit, dass ich sage, man muss manchmal auch so einen politischen Spagat begehen. Also auf der einen Seite für die gesetzliche Rentenversicherung sozusagen einstehen und dass es da eben eine vernünftige Rente gibt, die in einem gewissen Äquivalenzverhältnis steht, jetzt nicht zu den eingezahlten Beiträgen nur, sondern auch zur insgesamt erbrachten wirtschaftlichen Leistung. So würde ich es mal diskutieren, also die die Gesellschaft bringt und wie viel wollen wir denn von dem, was wir erwirtschaften, sozusagen für die sozialen Sicherungssysteme und da zählt in die Rentenversicherung mit dazu, aufwenden. Und dann sind wir ganz schnell bei den Beitragssätzen. Und eben auf der anderen Seite, wenn wir das nicht so schnell durchsetzen, wie helfen wir den Leuten, die eben in den sind mit solchen zusätzlichen Systemen über arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgesysteme, über Entgeltumwandlung, über Riesterrente, die ich nicht nur verteufeln würde, weil da gibt es ein paar Elemente, gerade auch für die Geringverdiener, insbesondere für die Geringverdiener, weil du das eigentlich ganz oft gesagt hast, kann sich ja keiner leisten, das ist Quatsch. Es gibt bestimmte Verhältnisse, wo es dumm ist, das nicht zu tun und die öffentliche Diskussion, die dazu stattfindet, hält viele davon ab, dieses Geld sozusagen für eine eigene Altersvorsorge mit zu nutzen, was über staatliche sozusagen Zulagesysteme kommt, weil jeder immer sagt, auch das wird ja später mal angerechnet sozusagen Aufstockung oder auf die Grundsicherung oder auf die Sozialhilfe. Das ist Blödsinn, das trifft die meisten Leute in der Form gar nicht und das halte ich für sehr fatal, kann man nachher nochmal drüber diskutieren. Also, ich bin ja gefragt worden zu den beiden Punkten, die gesagt wurden. Also das, was Sie gesagt haben, Herr Geier, zur Erwerbsminderungsrente unterschreibe ich voll. Die große, große Sauerei, die Schröder und Minister damals gemacht haben, bestand darin, diesen Wechsel von der Berufsunfähigkeit zur Erwerbsminderungsrente. Dadurch kriegen ja gar keine Renten mehr. Also es ist ja nicht nur so, dass das Niveau gesunken ist, sondern da landen ja viele wirklich im absoluten Abseits, die gar keine Chance haben, etwas zu bekommen, weil es dieses Verweisungsprinzip gibt, du kannst ja noch den Hof kehren, auch wenn du vorher als Ingenieur tätig gewesen bist. Also hochproblematisch und dann eben auch die Anrechnung, wenn man dann eben Sozialleistungen beantragt, auf irgendwelches Vermögen, was man über Gebühr angeblich hat. Also da stecken ja eigentlich die Probleme hinter und da komme ich zu dem politischen Problem. Also da haben eben ganz viele Menschen, die das erleben in ihrem Umfeld, die müssen gar nicht unbedingt selber betroffen sein davon, aber das Gefühl, das berechtigte Gefühl, läuft irgendwas völlig aus dem Ruder und es geht völlig ungerecht zu. Es geht völlig ungerecht zu und deshalb auch diese Reaktionen, die einen als Mutbürger, die anderen in ihrem Wahlverhalten in Richtung AfD, also wo wir als Sozialdemokraten absolut und auch wirklich berechtigt, wenn wir uns sonst eingestehen, an Glaubwürdigkeit verloren haben. Also weil wir dies zugelassen haben und noch gefördert haben. Der zweite Punkt. Aber da geht es um dieses Rentenniveau. Die Diskussion ist wichtig, unterschreibe ich auch, aber sozusagen das lenkt eigentlich auch ab von dem Problem. Also das Kernproblem besteht darin, das hat Herr Thiele eben ja fast lobend gesagt, also dass die tolle Entwicklung der deutschen Rentenversicherung bei gleichbleibenden Beitragssätzen, ja genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Hätten wir einen Beitragssatz von 22-23%, würden wir die Diskussion über das Rentenniveau überhaupt nicht führen. Also ich plädiere dafür, die Beitragssätze erheblich zu erhöhen, und zwar auch aktuell, um dann über die Rentenanpassungsformel sozusagen alle Renten zu erhöhen. Jetzt bin ich irgendwie stimmig zu, dass man sagt, das muss man nicht alles prozentual machen. Wir haben bestimmte Probleme, Randprobleme, das kann man dann lösen. Also bei denen, die geringe Renten haben, das irgendwie über Gebühr vielleicht ein bisschen aufzustocken, bei den anderen irgendwo eine Abfederung.
Das sind dann Diskussionen, die man auch im Detail führen kann. Also da gibt es 100.000 Vorschläge für. Aber vom Grundsatz her haben wir das Kernproblem, dass dieser Beitragssatz eigentlich zu niedrig ist. Es gab ja jetzt gerade vor einem halben Jahr eine Studie, die veröffentlicht worden ist vom Böcker-Stiftung und BSI über die Frage im Vergleich Österreich und Bundesrepublik Deutschland zur Rente. Die haben ein Rentenniveau von 22, 23, also ein Beitragsniveau, Beitragssatz von 22 oder 23%, weiß ich gar nicht genau. Aber da gibt es ganz andere Rentenzahlungen, die sind natürlich dadurch auch möglich. Und sozusagen, da haben wir auch eine ganz andere Diskussion. Das Schizophrene ist ja, wird ja nach wie vor so getan und dem begegnen wir nicht, auch hier in der Fraktion nicht oder viel zu wenig. Da wird ja immer gesagt, wenn wir den Beitragssatz erhöhen, dann steigen uns die jungen Leute aufs Dach. Die wollen die hohen Beiträge nicht bezahlen. Also statt 18,722, das stimmt überhaupt nicht. Die Umfragen belegen, dass die Leute das wissen. Dass sie höher zahlen, weil sie auch wissen, dann gehen die Leute vielleicht doch ein bisschen früher raus aus dem Job und meine Karrierechancen werden größer als junger Mensch. Oder ich habe ja auch später, wenn ich selber dran liege, hier was davon. Weil das Rentenniveau ja sozusagen oder die Rentenhöhe sozusagen dann die Basis bildet auch später für meine eigene Rente. Alles irgendwie Unfug. Es geht im Grunde genommen darum, dass die alte, verrückte Diskussion über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, das muss man sich mal überlegen bei den Außenhandelsüberschüssen, die wir da haben, also nach wie vor geführt wird der Untergang des Abendlandes durch die hohen Lohnnebenkosten. Also als würden unsere Arbeitsplätze davon pulverisiert. Völliger Blödsinn, völliger Schwachsinn. Zumal ja noch hinzukommt, 18,7 plus 4%, die ich bräuchte, durch private Vorsorge zusätzlich zu sparen, danach ist mein eigenes Rentenniveau bei, sagen wir mal, Pi mal Daumenbreite dann eben bei 13%, die des Arbeitgebers bei 9%. Oder unter 9%. Ich zahle also mehr, als wenn ich das, den Beitragssatz in der Rentenversicherung erhöhen würde. Ich könnte noch ganz viel sagen zu dem, was zurzeit durch dieses eigenartige Diskussions- und Betriebsrentenverbesserungsgesetz oder Stärkungsgesetz, wie das heißen soll, stattfindet in den Betrieben. Also wenn die Arbeitgeber sich schon die Hände reiben, also auch da nochmal, jetzt wieder das, was sie bisher an Leistungen ja aufbringen, vor allem die großen Unternehmen vielleicht produzieren zu können, weil es hier noch staatliche Zuschüsse geben soll, für Geringverdiener oder so. Also das wird auch wieder ein Schuss nach hinten. Was ich damit sagen will, ist jetzt gar nicht so sehr die fachliche Diskussion aufzumachen, sondern politische Diskussion. Das, was ihr euch davon versprecht, in der Fraktion, mit diesen Gesetzen ein bisschen aus der Defensive zu kommen und vielleicht den einen oder anderen hinterm Ofen wieder vorzulocken und zu sagen, es lohnt sich unter Umständen SPD zu wählen, verkehrt sich zum Teil ins Gegenteil. Also wenn dann einige sich die Details angucken, welche Auswirkungen hat das? Und das ist fatal. Das macht mir richtig Sorgen. Das war vor allem auch kein Erfolg. Also jetzt habe ich dieses Rätsel zugelassen, weil da jemand wirklich auch von der fachlichen Seite her das betrachtet hat. Aber es wäre schon ganz gut, wenn wir auch Fragen stellen würden an Referenten, die hier auf dem Podium sind. Dort hinten habe ich eine Wortmeldung gesehen. Ich kann das Gesicht nicht genau sehen, vielleicht kennt ihr uns. Der Ingo Schäfer. Ingo Schäfer vom DGB Bundesvorstand jetzt auch. Bei mir ist aber 15 Jahre her. Also ich fand von Klaus sozusagen ganz gut zu fragen, über welches System reden wir eigentlich sozusagen. Geht es um ein System, wo wir uns die Problemgruppen angucken und gucken, wie wir Problemgruppen aus der Grundsicherung rausbekommen, oder geht es wirklich um die Frage einer Alterssicherung, einer Lohnersatzfunktion im Alter? Ja. Diese Frage müssen wir, glaube ich, voranstellen und beantworten, bevor wir darüber reden, ob wir das Rentenniveau diskutieren oder ob wir verbesserte Erwerbsminderungsrenten und andere Maßnahmen gezielt für Gruppen diskutieren wollen. Jetzt sehe ich Nicken. So, weil sonst geht so viel durcheinander, weil dann diskutiert man verschiedene Problemkreise, die nicht unmittelbar was miteinander zu tun haben. Zusammenhängt dann schon, weil das Rentenniveau natürlich auch Konsequenzen hat für Leute mit geringem Einkommen. Mit der guten Lage. Ich finde es verkürzt, immer so zu machen, als hätte das was ausschließlich mit dem Arbeitsmarkt zu tun. Gerade die aktuelle Lage hat sehr viel damit zu tun, dass wir knapp 200.000 Frauen, die nach ab 52 geboren sind, den Rentenzugang verweigert haben. Da sind ungefähr 200.000 weniger zugegangen, als bis 2011 normalerweise zugegangen wären, die mit 60 noch mit Abschlägen in Rente gehen durften. Die kommen jetzt rein mit deutlich weniger Abschlägen und höheren Zahlbeträgen. Das heißt,
Da kommen jetzt schlagartig mehr Ausgaben auf uns zu, die wir in den letzten 3 Jahren nicht hatten. Und noch ganz kurz die Frage, Herr Thiele hat das, glaube ich, gesagt, mit den Erwerbsfähigen und den Älteren. Es ist halt immer schwierig. Wir haben heute ungefähr 21 Millionen Rentnerinnen oder 20, etwas gegenüber 31 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Also im Verhältnis von 1,5 beschäftigten Personen, die einen Rentnerin pflegen, weil oder finanzieren müssen. Wir reden nicht nur über Alter, wir reden über Hinterbliebene und wir reden über Erwerbsminderung. Und gerade die Anzahl der Erwerbsminderungsrenten geht nämlich deutlich zurück, eigentlich bezogen auf die Gesamtheit, weil wir, Gott sei Dank, ja auch gesünder leben und so weiter. Also ich glaube, die Frage ist, ob man nicht auch da weiter gucken muss und diese Frage insgesamt nicht nur immer aufs Alter konzentrieren darf, weil man sonst sozusagen schnell in so eine Falle kommt, da bestimmte Dinge und Gruppen aus dem Auge zu verlieren und auch ein bisschen eher statementartig, leider, Entschuldigung, aber die Verbesserung der Erwerbsminderungsrente hat natürlich eine Auswirkung aufs Rentenniveau, nämlich eine senkende, über den Nachhaltigkeitsfaktor und über den Beitragssatzfaktor. Marginal, weil geringe Mehrausgaben, aber wir haben natürlich wieder den klassischen Effekt, dass die, es werden ja nicht mehr EM-Renten, aber sie kriegen eine höhere Rente im Schnitt sozusagen, also eine leichte Senkung des Rentenniveaus dadurch, was wir ja schon öfter diskutiert haben, vor allem auch im Punkt der Mütterrente, also insofern hat es durchaus eine Auswirkung. Okay, auch keine Frage direkt, sondern ein Beitrag für die Debatte. Ich greife von Ingo das erste Wort auf, einer der ersten Sätze. Um was reden wir denn hier eigentlich, hat der Ingo Schäfer gesagt, geht es um Maßnahmen für einzelne Bevölkerungsgruppen oder geht es um eine generelle Maßnahme? Da will ich wirklich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, weil ich möchte hier auch nicht über einzelne Maßnahmen für Bevölkerungsgruppen reden, sondern über eine generelle Maßnahme. Ja? Okay. Dann der Friedhelm Hilgers und da hinten sehe ich ganz unscharf. Seh es mir nach. Du bist so umflutet von dem Licht da oben. Gut, Friedhelm Hilgers, AG60 plus Bundesvorstand. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen und das, was ich sage, hat im Grunde auch mehr den Charakter eines Debattenbeitrags, weil wir natürlich auf allen Parteigliederungsebenen ringen um die richtige Position und hoffen, dass es dann im Ergebnis auch auf der Bundesebene zu einem guten Ende dieser Debatte kommen wird. Und in Nordrhein-Westfalen haben wir als AG 60 Plus einen Antrag an den Landesparteitag gestellt, der dort auch immerhin beschlossen worden ist. Da sind einige schon im Verhältnis auch zur Debatte hier ziemlich konturierte Positionen drin enthalten. Wir haben doch beschlossen, und zwar einstimmig auf diesem Parteitag, dass wir mindestens 50% Niveau erreichen wollen. Das ist nun keine Klitsche in Nordrhein-Westfalen, da wird sich dann auch die Bundespartei mit auseinandersetzen müssen mit so einer Beschlusslage, dass wir zweitens die bisherige Riester-Förderung für verfehlt halten und für die Zukunft einstellen wollen, ist Beschlusslage. Und dass wir eine sehr kritische Haltung etwa zur Entgeltumwandlung haben im Bereich auch der betrieblichen Renten. Das hat nun verschiedene Folgen. Es ist eben schon eingewandt worden, dass gerade im Riester-Bereich für Geringverdienende durchaus durch die erheblichen staatlichen Zuschüsse, insbesondere über die Kinderzulagen, ganz profitable Systeme entstanden sind. Das ist nicht zu bestreiten, einerseits. Andererseits könnte man, wenn man in dem Bereich der Niedrigverdiener und der dort wirklich Bedürftigen Maßnahmen einsetzen will, völlig andere Systeme finden, denen zu helfen. Dafür braucht es nicht so Modelle, die der Versicherungswirtschaft und kapitalmarktorientierten Anlagen in erster Linie nützen. Wir sehen den Grundwiderspruch in dieser gesamten Debatte schon darin, ob wir die gesetzliche Rentenversicherung als das zentrale und essentielle Element einer Lebensstandardsicherung sehen oder ob es nur als Fundament gesehen wird. Der Begriff ist wichtig, taucht nämlich in diesen Regierungspapieren jetzt immer auf, als Fundament dafür gesehen wird, dass die beiden anderen Säulen auf dieses Fundament gestützt im Ergebnis erst erreichen, dass die Lebensstandardsicherung möglich wird. Das ist der zentrale, der wirklich essentielle Unterschied zwischen diesen beiden systematischen Ansätzen. Und das Arbeitsministerium und auch Andrea Nahles ist davon offenbar persönlich fest überzeugt, dass das alles nur funktioniert in einem Drei-Säulen-Modell. Und wir setzen dagegen, es muss
funktionieren im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung und ziehen daraus den Schluss, dass alle Steuermittel, alle öffentlichen Fördersysteme konzentriert werden müssen auf die gesetzliche Rentenversicherung und abgezogen werden müssen aus den kapitalmarktorientierten Anlagen. Wer persönlich kapitalmarktorientiert spekulieren möchte, der soll das tun mit eigenem Risiko und eigenen Mitteln und ohne Steuerförderung. Das ist die Schlussfolgerung aus diesem System. Und deshalb lehnen wir auch ausdrücklich das System der Entgeltumwandlung ab, weil durch den Entzug von Sozialversicherungsmitteln und den Entzug von steuerlichen Zahlungen selbstverständlich die Allgemeinheit verliert. Und ob der Arbeitnehmer gewinnt, ist ungewiss. Er kann gewinnen, er kann auch verlieren. Jeder, der spekuliert, setzt sich diesem Risiko aus. Aber wer auf jeden Fall bis jetzt nach der Rechtslage gewinnt, ist die Arbeitgeberseite. Dass dies von Sozialdemokraten gefördert wird, ist eigentlich schwer vorstellbar. Und insoweit ist es vielleicht dann ein kleiner Fortschritt, dass in den neuen Vorschlägen gesagt wird, wenigstens sollen jetzt die Arbeitgeber, wenn das System fortbesteht, gezwungen werden, ihre ersparten Sozialversicherungsbeiträge als Pflichtbeitrag in das Betriebsrentensystem einzuspeisen. Das ist bis jetzt nicht so. Und das ist die herrschende Rechtslage seit vielen Jahren. Insoweit nochmal im Resümee, wir sind ganz entschieden dafür, dass wir uns auf die gesetzliche Rentenversicherung konzentrieren und halten es für einen Systembruch in diesem Bereich der kapitalmarktorientierten Vorsorgeansätze, Steuermittel direkt einzusetzen. Wir haben genügend Möglichkeiten im allgemeinen Einkommensteuerrecht, Vorsorgeaufwendungen geltend zu machen, das soll sich auch nicht ändern, aber in dem System, was insbesondere mit der Entgeltumwandlung verbunden ist, hat es nichts zu suchen, deshalb wollen wir diese volle Konzentration auf die gesetzliche Rentenversicherung. Danke auch dir, Friedhelm. Sehr schön. Ganz hinten, solange wie Vicky das Mikrofon rüberträgt, sage ich einfach mal, wir haben schon ziemlich viele Merkposten. Ne? Und der Zettel, ich merke schon, Ihr Zettel ist ziemlich lang. Ein weiterer Merkposten ist, wir fragen dann mal, wenn wir uns konzentrieren auf diese erste Säule in der Rente, also auf die umlagefinanzierte gesetzliche Rente, wie würden Sie dann den Beitragssatz prognostizieren und welche Auswirkungen hat das? Ich sage einfach mal, hier wurden so ein paar freundliche Sachen gesagt, wir haben ja schon Debatten gehabt, Lohn, Nebenkosten senken und so, alles, ja? Aber Sie haben zu Recht ja auch eingangs gesagt, die Rentenbeitragssätze waren schon mal ungleich höher. Und das wurde akzeptiert. Okay. Ganz ja, okay. Das war die Frage von wem? Ja, ist schon klar. Eva Latenzer, ich bin ja aus Berlin. Meine letzte berufliche Tätigkeit war die eines Fallmanagers im Jobcenter. Und da habe ich mit den Leuten zu tun gehabt, die, wenn sie denn irgendwann auf Rente gehen, wahrscheinlich den einzigen Vorteil haben, dass sie der Meldepflicht entgehen und dann in die Grundsicherung fallen. Also der Personenkreis, den ich dort betreut habe. Die Diskussion, die ich hier ich kann die nicht richtig nachvollziehen, weil ich kein Experte bin. Ich nehme an, das wird auch eine der großen Schwierigkeiten sein, die wir dann haben, wenn wir auf die Straße gehen und Rentenkonzepte wie auch immer erklären wollen. Das muss ein bisschen griffiger sein, dass man das verständlich macht. Deshalb ist für mich, ich habe einfach auch nur eine Frage, wir machen ja gerade als DGB, auch Verdi und andere, so eine Rentenkampagne, Rente muss zum Leben reichen oder ähnliches. Und da haben wir ja bestimmte Forderungen drin aufgeführt und wollen das ja als Kampagne bis zu den Bundestagswahlen auch durchziehen. Ich hätte gerne mal von wem jetzt auch immer gewusst, wo unterscheiden sich diese Konzepte jetzt, Vorschläge vom DGB und dem neuen Konzept von Nahles im Wesentlichen, damit man das mal greifen kann. Das beantworten wir gerne. Und ich hätte jetzt noch zwei Wortmeldungen. Sollen wir jetzt erstmal hier in der Runde ein paar Sachen abarbeiten? Sind es doch lang geworden? Also wenn wir das jetzt erst klären müssen, nehmen wir die dran, weil das dauert länger als die Wortmeldung. Angelika Graf, bitte. Ja.
ansetzend an dem, was vorhin gesagt worden ist von Friedhelm, da möchte ich nur noch eine Frage, ich bin will ganz kurz sein, anschließen. Das Thema Selbstständige spielt ja immer eine Rolle. Es ist auch angesprochen worden, die Armut, die da voraussichtlich kommt, wenn viele von denjenigen, die nun mehr oder minder in Selbstausbeutung selbstständig tätig sind, in die Rente fallen. Das macht mir große Sorgen, weil ich denke, es wird ein großes Problem werden. Wie wirkt sich die Einbeziehung aller Selbstständigen wohlgemerkt? Also ich bin da nicht dabei, dass man sagt, es sind nur die Solo-Selbstständigen, die da einbezogen werden sollen in die Rentenversicherung. Wie würde sich das auswirken auf die Rentenversicherung? Das ist ja etwas, was man dringend mitdiskutieren muss. Und das Zweite, ich möchte an dem ansetzen, was vorhin gesagt worden ist zum Thema, wie diskutieren junge Leute oder jüngere Leute die ihre eigene Rentensituation. Also ich glaube, wenn wir uns die Ängste von jungen Menschen anschauen, dass sie sagen, sie wissen nicht, wovon sie im Alter dann wirklich leben wollen oder sollen, dann ist die einzige Lösung wirklich, die gesetzliche Rente wieder nach oben zu bringen. Denn alles andere, ist zumindest meine Wahrnehmung, wird von vielen jüngeren Menschen nicht als eine Lösung des Problems irgendwo gesehen. Die sagen, sie zahlen ein in die gesetzliche Kasse und sie haben nichts davon. Und das ist eine politische Diskussion, die wir dann führen müssen, denn das ist ein Gefühl, was da ist, und diesem Gefühl muss man politisch entgegentreten, das kann man nicht mit Zahlen, denke ich. Also darum, so wichtig die Zahlen aus der Rentenversicherung sind, ich glaube nicht, dass sie uns politisch helfen werden. Okay, vielen Dank. Knut hat jetzt das Wort. Knut ist GL 21 stellvertretender Bundesvorsitzender. Und alles andere sagt er selber. Ja, das ist mein Hobby. Hobbys. Ich meine, sachlich ist der Fächer ja auch ausreichend aufgefächert. Deswegen will ich mal eine strategisch-taktische Frage stellen. So, die Angelika hat ja schon damit begonnen. So, wie sind denn die Kräfteverhältnisse für diese Auseinandersetzung? So, ich kann für mich sagen, ich mache mir so seit ein, zwei Jahren so langsam Gedanken über meine Rente. So, jetzt habe ich noch 21 Jahre. So, deswegen, ja, Entschuldigung. Tut mir auch schon fast ein bisschen leid. Aber zahlst du noch ein bisschen unsere Rente? Ja, das ausgegebene Bier nehme ich später entgegen. Aber wir haben ja, ich meine, vom Ziel her sind wir uns ja wahrscheinlich wieder alle einig. Aber wir haben natürlich eine Situation. Erstens, dass die Jungen wenig mobilisierbar sind für das Thema. Ich vermute, dass du die Jüngste bist, Vicky. Ganz frech. Das Zweite ist, wir haben auch ausgerechnet die der Sozialdemokratie am nächsten stehende Gewerkschaft ist von der Kapitaldeckung gar nicht so abgetan. Um das mal vorsichtig zu formulieren, das heißt, wo sind die Bündnispartner, um das durchzusetzen? Also wenn die Jungen... finde ich nicht. Ich finde immer noch, wir sind ja keine Traumtänzer hier, wir sind ja alle lang genug erfahren, geschulte Sozialistinnen und Sozialisten auf der Parteilinken in der SPD. So, das heißt, wir müssen uns auch strategisch-taktischen Fragen stellen. Wo sind diejenigen, mit denen wir das durchsetzen? Das ist so eine kleine Frage, wenig sachlich, wenig Co-Referat, aber nur eine kleine Frage ans Podium. Das ist völlig in Ordnung, Knut. Ich gebe das jetzt mal hier weiter ans Podium. Also unter taktischen Gesichtspunkten sollten wir dann politische Forderungen stellen, wie wir wollen für einzelne Bevölkerungsgruppen was machen, anstatt mit so einem Wort da Rentenniveau durch die Gegend zu laufen und zu demonstrieren und dann zu wissen, aha, das ist erstens fast unbezahlbar, so wie Sie das gesagt haben. Und es trifft zwar alle, aber die Effekte kommen bei einer anderen Gangart anders an.
Würden Sie da mal einfach so ein paar Sachen aufgreifen? Ja, das war jetzt ja eine ganze Menge, aber ich gucke mal, ob man das irgendwie systematisch zusammenkriegt. Ich glaube, auch die eine Frage, wo landen denn die Beitragssätze, passt da ja ganz gut rein, weil das hat ja was zu tun mit, was kann man durchsetzen und wo findet man Bündnispartner. Und gerade wenn jemand noch 20 Jahre hat bis zur Rente, dann zahlt er ja auch die Beitragssätze noch eine ganze Zeit lang, im Gegensatz zu jemand, der in wenigen Jahren Rente geht. Aber er weiß auch, dass das das Ausgangsniveau für seine eigene Rente ist. Eben nicht. Denn der Beitragssatz hat ja erstmal noch nichts mit dem Niveau zu tun, der Rente. Sondern das ist ja dann ganz stark davon abhängig. Ich denke, Sie kennen doch die Rentenformeln besser. Ja, ja, genau. Okay, jetzt geht dieser Dialog wieder los. Aber nein, das lassen wir jetzt erst. Ja, genau. Wir gucken mal, ob wir das nachher nochmal zusammenkriegen. Genau, das klären wir nachher. Wo landen die Beitragssätze? Wir haben erfreulicherweise jetzt durch die Bundesministerin das erste Mal überhaupt nach ganz vielen Forderungen von uns und von Sozialbereich und sonst sowas endlich mal eine Rechnung über 2030 hinausgekriegt. Bisher haben die immer bei 2030 aufgehört zu rechnen. Wir haben intern weitergerechnet, durften das aber nie laut sagen, weil das Ministerium ja auch nicht weiterrechnet. Also jetzt hat das Ministerium weitergerechnet und zwar bis 2045 und sagen, unter geltendem Recht, also mit weiter absinkendem Rentenniveau, ist man im Jahr 2045 bei einem Rentenniveau von 41,7% und gleichzeitig bei einem Beitragssatz von 23,6%. So, das ist unter geltendem Recht. Dann haben wir, das können wir nicht wollen, ne? Sagt auch die Ministerin, können wir nicht wollen, deswegen zwei Haltelinien. Erster Punkt, finde ich, der ganz wichtig ist, die Ministerin sagt zwei Linien. Das ist, finde ich, sehr bemerkenswert und auch sehr wichtig. Ich sehe, dass leider auch bei den Gewerkschaften im Augenblick sehr stark nur eine Linie ins Auge gefasst wird, nämlich die Haltelinie Rentenniveau und über Beitragssatzlinien nicht geredet wird. Ich hätte ja gar nichts dagegen, wenn man sagt. Doch, das ist so. Nein, der Hoffmann hat auch Deutsch gesagt. Irgendwie kann ich mich nicht durchsetzen, dass der Dialog nicht aufhört. Wir hatten erst gerade vorgestern wieder eine Anhörung. Also, wir haben im Moment, ich kenne, dann sagen Sie mir die mal, dann habe ich wieder was gelernt, ist ja auch gut, ich kenne die Haltelinie beim Beitragssatz, den die Gewerkschaften nennen nicht. Auf der anderen Seite genauso, eher noch schlimmer, die Arbeitgeber, die sagen nämlich, sie haben nur eine Haltelinie beim Beitragssatz und da gehen sie aber nicht mal von der heutigen ab ein Stückchen, da sind sie bei 22% und das muss auf alle Ewigkeit halten. So. Deswegen finde ich in dieser Gemengelage ist schon mal wirklich erstaunlich von einer Ministerin, dass sie sagt, wir brauchen zwei Haltelinien und die beiden Haltelinien sind nicht da, wo sie heute sind. Das finde ich ist schon ziemlich mutig. Sie sagt, der Beitragssatz muss ein ganzes Stück höher sein, als er heute ist und das Rentenniveau sackt noch 2 Prozentpunkte ab bis zur Haltelinie im Vergleich zu heute. Finde ich schon mutig. So, wir haben mal ausgerechnet, was würde es kosten, wenn man, das kann man ja relativ leicht ausrechnen, zumindest mal Daumen, ganz genau natürlich nicht. Was würde es kosten, wenn man ein höheres Rentenniveau oder einen niedrigen Beitragssatz haben will? Das steht ja in einem Zusammenhang in einem gewissen. Da ist so die Faustregel, 2 Prozentpunkte Beitragssatz kosten 2 Prozentpunkte Rentenniveau kosten 1 Prozentpunkt Beitragssatz. Alles andere wäre ganz schlimm. Also 2 Rentenniveau, 1 Beitragssatzpunkt. Wenn man also sagen würde, mit dieser einfachen Faustregel 2045 nicht ein Rentenniveau von 41,7, sagen wir mal 42, um es leichter zu rechnen, sondern von 52, also 10 Prozentpunkte höher im Rentenniveau, dann wären wir 5 Beitragssatzpunkte höher, dann wären wir nicht bei 23,6% Beitragssatz, sondern bei 28,6. Also das sind so die Größenordnungen, über die wir reden. Das ist einfach nur... So ist der Zusammenhang. Da werden wir nicht viel dran ändern können. Wir könnten vielleicht ein ganz kleines bisschen dran ändern, wenn wir, jetzt komme ich zu der Frage, die Selbstständigen mit reinnehmen in die Rentenversicherung. Weil wenn wir die Selbstständigen reinnehmen, haben wir für die Übergangsphase, für die Einstiegsphase etwas mehr Beiträge. Aber die Beiträge werden nicht sonderlich hoch sein, weil die Selbstständigen, um die es da geht, nicht so viel verdienen. Und B, irgendwann kommen aus den Beiträgen der Selbstständigen auch Ansprüche.
Und das heißt gerade wahrscheinlich, wenn wir jetzt anfangen würden mit den Selbstständigen, im Jahr 2045, über das wir jetzt gerade reden, dann sind wir schon in der Phase, wo da die Ansprüche kommen. Also auf diese längere Sicht hilft uns das nicht finanziell. Es hilft allerdings sehr wohl und sehr wichtig, und deswegen halte ich es auch für richtig, dass die Selbstständigen reinkommen, eben bei der Frage Altersarmut. Deswegen, ich weiß nicht, wer das sagte, Ingo oder irgendjemand, es ist ganz wichtig, dass man diese beiden Fragen trennt. Geht es um Altersarmutsbekämpfung, dann sind andere Dinge richtig und wichtig, als wenn es um die Frage geht, wo soll denn Lebensstandardsicherung sein und wie soll sie finanziert werden. Also Selbstständige einbeziehen hilft für die Lebensstandardsicherung überhaupt nichts, aber für die Armutsbekämpfung, da hilft es viel. So, auch schon ein Punkt. Dann die Frage, wo können wir hin mit den Beitragssätzen? Ich sagte jetzt mal, wenn wir beim Rentenniveau von 52, hatte ich jetzt einfach so begriffen, mal sind, da sind wir irgendwo in der Größenordnung von 28-29% Beitragssatz bei dem Rentenniveau in der Rentenversicherung. Aber wir zahlen ja nicht nur Rentenversicherung. Ich bin, wie gesagt, Angestellter, ich sehe das auch immer, wir zahlen nicht nur Rentenversicherungsbeiträge, wir zahlen auch Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung. Bei Arbeitslosenversicherung hoffe ich mal, dass auf lange Sicht nicht viel passiert, weil im demografischen Wandel hoffen wir mal alle, dass der Arbeitsmarkt jetzt nicht hohe Zahlen von Arbeitslosen noch produziert. Aber bei der Krankenversicherung sehen wir jetzt schon, dass der Beitragssatz ganz bestimmt nicht da bleibt, wo er jetzt ist. Und im Jahr 2045, da gibt es auch so Schätzungen, die sind genauso verlässlich wie das, was wir hier so schätzen, aber in der Größenordnung von 20% werden wir da sein. Bei der Krankenversicherung. Dann kommt die Pflegeversicherung. Die ist ja nicht so viel, aber die wird am stärksten ansteigen, weil da passiert echt was. Da muss auch bei Leistungen richtig viel passieren. Also sind wir dann insgesamt, sage ich mal, so ganz grob geschätzt bei einer Größenordnung von 50% Beitragssatz. Natürlich nur die Hälfte vom Arbeitnehmer bezahlt, die andere Hälfte vom Arbeitgeber. Hoffen wir mal, dass es in der Krankenversicherung wieder paritätisch geht in Zukunft. Also, aber in der Größenordnung sind wir. Also, wer noch 20 Jahre vor sich hat, der kann damit schon mal rechnen. Beitragssatz von 50%, Hälfte zahlt man selbst, Hälfte Arbeitgeber, wenn die SPD durchsetzen kann, dass die paritätische Finanzierung wiederkommt bei den Krankenversicherungsbeiträgen. Dann wollte ich noch zwei Sachen sagen, ich hoffe, ich habe nicht zu viel vergessen, zwei Sachen sagen. Das eine, ich würde das sehr unterstützen mit der Riester-Rente. Ich glaube, die hat Vorteile und Nachteile. Die hat eine Menge Nachteile, das ist ganz eindeutig. Die hat hohe Kosten, die sind geringer geworden in den letzten Jahren, aber die hat immer noch hohe Kosten. Das sieht man sehr schön bei diesem Produktinformationsblatt, was es jetzt für einige Versicherungen gibt. Da steht nämlich immer drin, wie viel an Rendite durch die Kosten aufgefressen wird. Das war ja aber trotzdem richtig. Und irgendwie scheinen sie sich irgendwie gegenseitig zu inspirieren. Das finde ich ja sehr schön, wir wollen das mal ein bisschen... Also bei der Riester-Rente sind die Kosten hoch, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und was da wirklich ein Problem ist im Augenblick, da kann aber vielleicht nicht mal die Versicherungswirtschaft was für, das ist diese Niedrigzinspolitik oder der niedrige Kapitalmarktzins. Es ist im Moment einfach echt schwer, auch für Versicherungen höhere Renditen zu erzielen, genauso wie das für uns auch fast nicht mehr möglich ist mit unserer Anlage. Also das läuft auch nicht gut bei Riester. Was aber bei Riester wirklich gut ist, finde ich, als Rentenversicherungsmensch wirklich gut ist, das ist die Umverteilungswirkung, die man hat aufgrund der Zulagen. Und zwar eine Umverteilungswirkung zugunsten der kleinen Einkommen und zugunsten der Familien. Aufgrund der Zulagen, nicht aufgrund der Versicherungswirtschaft, aufgrund der Zulagen. Aber die Zulagen sind so konzentriert auf Niedrigverdiener und auf Familien, wie wir das in der Rentenversicherung nicht haben. Ich würde mir das wünschen, dass wir das in der Rentenversicherung auch hätten. Haben wir aber nicht. Kann nur reingezahlt werden. Kann doch. Wenn wir keine Riester mehr, Rente mehr hätten, würden wir das da rein? Ja. Wenn wir das in die Rentenversicherung zahlen würden, wäre es ein Vielfaches der Kosten wie bei Riester, weil es bei der Rentenversicherung ja nicht um so einen kleinen 4% Beitrag geht, sondern um 20 oder demnächst mal um viel mehr als 20%. Also es wäre ein Vielfaches dessen. Aber vor allen Dingen, wenn das denn bei der Rentenversicherung ginge, warum hat man es denn nie gemacht? Wir hatten Jahrzehnte der Sozialsicherung. Weil wir das nicht wollten. Jetzt wird es ja wirklich ein bisschen kurios, so, aber... Da gehe ich jetzt mal mit drauf ein. Ein allerletztes noch.
noch ein allerletztes noch, damit wir bei den Zahlen wenigstens wirklich nicht postfaktisch werden. Also, ganz eindeutig, was ich eben vorgelesen habe, waren die Zahlen des Rentenzugangs der letzten Jahre. Bei den Erwerbsminderungsrenten sind die Durchschnittsrenten im Rentenzugang in den letzten, also in der Phase von 2000 bis 2012, deutlich zurückgegangen. Tatsächlich deutlich zurückgegangen. Jeder Rentenzugangsjahrgang hatte weniger als der davor. Bei den Altersrenten ist das nicht so. Bei den Altersrenten ist es nicht so. Da wird immer gesagt, die kriegen heute weniger als... Nein! Die Zahlen, die ich vorgelesen habe, sind die Durchschnittszahlen der Altersrenten. Die sind ja nicht so hoch, das gebe ich auch zu. Männer. Ich lese gerne alle zu. Männer West. 2010 857 Euro, das sind immer die netto ausgezahlten Beträge. 857 Euro, Männer West 2015 1014 Euro. Männer Ost 2010 878 Euro, 2015 973 Euro. Frauen West 2010 479 Euro, 2015 635 Euro. Nein, das kann man nicht allein davon leben. Die Frauen haben in aller Regel, also die Frauen haben im Durchschnitt auch nur 20 Jahre Beitrag gezahlt. Frauen Ost 2010 683 Euro, 2015 861 Euro. Also die durchschnittlichen Altersrenten im Zugang sind in den letzten 5 Jahren deutlich angestiegen bei Männern und Frauen. Bei Frauen stärker als bei Männern, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die 10 Jahre vorher. Davor sind sie auch angestiegen. Die Altersrenten sind permanent angestiegen, aber nicht so stark. Das ist schon richtig. Also wir hatten in den letzten 3-4 Jahren einfach, das hat ja auch jeder gemerkt, die letzte Rentenanpassung in diesem Sommer, die war so hoch, dass, ich weiß gar nicht, wann die das letzte Mal so hoch war, also diese fast 5%. Das waren einfach enorm hohe Anzahl. Jetzt muss ich vor lauter Zahlen einfach versuchen, mal ein bisschen zu bündeln. Damit wir einfach mal wieder zu unserem Kern der Debatte kommen. Der Kern der Debatte ist, wollen wir es zulassen, dass der Gap zwischen Rente und Lohnentwicklung weiter auseinandergeht? Das ist der Kern der Debatte. Wenn wir sagen, okay, diese Entwicklung ist eine, die wir zulassen wollen, dafür machen wir an vielen kleinen Baustellen eine Verbesserung bei den Erwerbsminderungsrenten, bei Ost-West-Angleichung, alle möglichen kleinen Dinge und gucken, dass wir da mit relativ wenig Mitteln möglichst viel gegen Altersarmut für andere Dinge was tun. Oder wollen wir sagen, nee, Freunde, eigentlich ist das Ziel der deutschen Rentenpolitik etwas, dass nämlich die Renten gleich sich entwickeln mit den Löhnen. Also, dass es da einen unmittelbaren Zusammenhang gibt. So, das ist der Kern der Debatte. Und dann müssen wir die Frage beantworten, wie kriegen wir das hin, wenn wir was wie wollen. Okay, jetzt haben Sie lange zugehört, Herr Geier, wollen Sie auch mal was sagen? Ja, also eigentlich hat der Tine ja schon ein Stück weit gesagt, wie es theoretisch möglich wäre, Gesamtsozialbeitragssatz von 50% klingt hoch, aber man muss ja sagen, die müssen die Leute eh bezahlen. Also wenn sie sozusagen dann 4% in Riester zahlen und einen niedrigeren Beitragssatz dafür in die Rente zahlen, dann haben sie trotzdem die Ausgaben, weil von irgendwas müssen sie leben und bei dem niedrigen Rentenniveau müssen sie das irgendwie kompensieren. Das heißt, die Kosten fallen an. Das geht gar nicht. So hoch? Leider nicht. Wenn ich das Niveau hochlasse, habe ich nicht so hoch. Okay, jetzt hat vorrangig Herr Geier das Wort. Also, wenn ich das Niveau kürze, muss ich das ja kompensieren. Das bedeutet, oder ich mache Abschläge beim Konsum und bin halt dann im Alter arm. Und insofern ist es tatsächlich eine Frage, welchen Mix sozusagen man bevorzugt. In dem genau. Sinne, weil wie verteilungsgerecht. 4% sind es ja nicht ganz, wie Sie gesagt haben, aber fast. Der Beitragssatz zu Riester. Ja. Und das wären ja dann nach Ihrer Rechnung fast 8 Niveaupunkte. Das heißt, das wäre schon eine erkleckliche sozusagen Verhandlungsmasse. Mit dem Vorteil natürlich, jetzt aus der Sicht von dem, wenn man sich das so idealtypisch vorstellt,
die Hälfte davon wird auch noch bei der Arbeitgeberseite gezahlt werden. Ja. Das macht natürlich auch gleich die Schwierigkeit, also meine ich, zeigt auch gleich die Schwierigkeit bei dieser Politik, weil das wahrscheinlich das größte Hindernis ist. Aus den Ökonomenkreisen, meine ich, ist das Hauptargument inzwischen für den Mix, also jetzt Kapitaldeckung nicht unbedingt à la Riester, sondern einfach zwei verschiedene Systeme, dass gesagt wird, dass man Risiko streut. Ja? Das ist aus meiner Sicht kein dummes Argument, weil Riester war vielleicht technisch oder in der Form der Umsetzung schlecht, aber zwei Systeme zu haben oder verschiedene Säulen zu haben, muss nicht gleich schlecht sein, muss auch nicht gleich direkt in die Versicherungswirtschaft gehen, da gibt es auch andere, sagen wir mal, in die Richtung Non-Profit-Varianten von sogenannten Staatsfonds beispielsweise, die sozusagen ergänzend eine Vorsorge bieten, weil man muss bedenken, das denke ich die ganze Zeit bei der Debatte, es gibt einen großen Teil in der Politik, die gar nicht in diese Richtung, wie Sie das gerne hätten, die Rente reformieren will. Also mein Schluss daraus, es liegt ein ganz großes Risiko in dieser staatlich getragenen ersten Säule. Also da gibt es ein staatliches Risiko, wenn jetzt die FDP wieder stärker würde, ja, dann hätte ich wahrscheinlich ein ganz anderes Rentensystem. Das heißt, das denke ich jedenfalls mit und deswegen kann ich den einer guten zweiten Säule oder dritten, wie auch immer man das nennt, kann ich durchaus was abgewinnen, auch wenn sich vielleicht auch die nicht vollständig vor politischem Risiko schützen kann. Aber das ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein Pro-Argument nochmal für die in irgendeiner Form anders organisierte Säule als die reine Umlage in der ersten. Herr Geier, da will ich aber nochmal nachschieben. Unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten kann sich eine zweite, dritte Säule, trifft ja nicht auf alle gleichermaßen zu. Also eine zweite private Säule können sich nicht alle leisten. Eine betriebliche Säule trifft nicht alle, weil eine Betriebssäule wird nicht für alle. Ja gut, aber das muss man erstmal hinbekommen. Die Kraft muss man erstmal haben, das obligatorische einzusetzen. Also da möchte ich die gesellschaftliche Entwicklung aber mal sehen, die Bewegung. Also da verwende ich meine Kraft lieber auf die erste Säule. Ja, nur dein Argument ist doch nicht aber wegzuwerfen. Das ist doch, okay. Wenn man mal nachdenkt. Ja gut, aber ein problematisches System wird ja nicht dadurch besser, dass man es verpflichtend macht. Darf ich mal erstmal zwei Bemerkungen vorausschicken. Erstmal zu den Kosten von allen Sozialsystemen. Herr Thiele, manchmal, wenn so die Diskussion einen bestimmten Punkt erreicht, dann werden immer so Horrorszenarien an die Wand gemalt, was also die Beitragshöhe für Gesundheit, Pflege und Rente und so weiter, wie sich das alles entwickeln könnte. Nur, das gilt ja nicht nur für gesetzliche Systeme und solidarische Systeme, sondern Pflege muss geleistet werden, der demografische Wandel findet auch statt und Rente muss auch abgesichert werden. Und die einzige Frage, die sich stellt, ist, wie finanziere ich das alles? Und ich kann es entweder mit privaten Systemen finanzieren, dann habe ich, um dasselbe Volumen zu generieren, wenn ich von einem bestimmten Versorgungsniveau ausgehen will, wenn ich mal akzeptiere, ein privates System würde ähnliche Ergebnisse bringen, dann müsste ich das genauso finanzieren über Beiträge wie in einem solidarischen System. Und da ist nur die Frage, welches System ist besser. Und ich kann nicht immer nur das demografische Argument und das Pflegeargument und so weiter dann bringen, wenn es um die Höhe von Beiträgen für gesetzliche Systeme geht. Und die zweite Bemerkung ist die der Akzeptanz. Also ich glaube, dass junge Menschen eher akzeptieren einen Beitragssatz, der ein bisschen höher ist, meinetwegen 23% oder 25%, wenn sie hinterher wissen, sie kriegen was dafür, weil für etwas, wo wir jetzt reinlaufen, wo wir 20% bezahlen und kriegen hinterher nichts oder nur gerade ein bisschen mehr als die Grundsicherung, das hat keine Akzeptanz. Und dazwischen liegen vielleicht ein paar Beitragssatzpunkte, aber da liegt die Realität für eine Altersversorgung dazwischen und eben die Akzeptanz. Wenn ich noch auf ein paar Fragen eingehen darf. Der Knut hat gefragt, wie das ist mit den Kräfteverhältnissen. Ich glaube, die Kräfteverhältnisse sind ja immer dazu da,
um verändert zu werden. Und ich glaube, das Problem momentan wenig Mobilisierung zu haben für eine solidarische Altersversorgung, liegt auch mit an uns, weil wir uns nicht auf ein gemeinsames Konzept bisher verständigen konnten. Und das müssen wir jetzt endlich schaffen. Das Konzept und das, was die Gewerkschaften wollen, das, was die AFA will, was 60 plus will, was der Kollege Hilgers vorgetragen hat und so weiter, das entwickelt sich in die gleiche Richtung. Und wir müssen nur aufpassen, dass es uns nicht immer wieder zerquasselt wird und dass wir uns nicht verirren in 100 und 1000 Nebenverästelungen, die man bei jeder Veranstaltung erleben kann. Ich finde das ja wichtig und interessant, aber wir müssen trotzdem schauen, dass wir die Forderungen bündeln und zu einem bestimmten Punkt kommen. Dazu gehören plakativ die 50%, dazu gehört eben meiner Meinung nach, dass alle steuerlichen Mittel in die gesetzlichen Systeme gehören und nicht zur Subvention der Versicherungswirtschaft. Aber ich glaube, hier entwickelt sich ein Konsens. Wo es, glaube ich, noch ein bisschen einen Dissens gibt, auch innerhalb der Gewerkschaften, aber auch zum Beispiel zwischen der AFA und dem, was Andrea Nahles will, das ist die Frage der Bewertung von Entgeltumwandlung und Betriebsrenten. Also jetzt zum Beispiel, das, was jetzt ansteht zur Entscheidung, ein Betriebsrentensystem mit Haftungsfreistellung für die Arbeitgeber, wo Beiträge reingezahlt werden, steuerlich subventioniert, und am Ende hat der Versicherte nicht einmal die Garantie, dass er am Ende auch nur irgendwas sieht. Das finde ich nicht akzeptabel, weil wir können doch nicht so tun, als hätte es 2007, 2008 eine Weltfinanzkrise nicht gegeben und als wären wir auf alle Zeiten vor sowas gefeit, gerade wenn wir jetzt schauen, was auf den Weltfinanzmärkten los ist. Und ich glaube, darum dreht sich im Wesentlichen noch die Debatte, aber wenn ihr mal schaut, wie sich das entwickelt. Und wenn man auf Versammlungen geht, auch gewerkschaftliche, entwickelt sich immer mehr der Mainstream, dass es auf das gesetzliche System ankommt und auf eine Niveausicherung mit all den Zusätzen, die wir sicher auch noch haben. Dann zu der Geschichte mit den Selbstständigen. Ich glaube, da hat Angelika Graf das Wichtige gesagt. Also wir sind zum Teil bei einer Debatte, wo dann gesagt wird, ja, damit die nicht alle in Altersarmut fallen, müssen wir jetzt dafür die Solo-Selbstständigen was machen und so. Naja, das ist edel gedacht, aber wenn es dabei bleibt, dass das dann die Versichertengemeinschaft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bezahlt, dann kann das nicht der Sinn der Übung sein. Sondern wenn, dann wollen wir zu einer Verbreiterung der Beitragszahlerbasis kommen und dann müssen selbstverständlich alle Selbstständigen rein, auch alle Selbstständigen, die einen Haufen Kohle kriegen, die müssen in so ein System rein und wir brauchen sowieso eine Erwerbstätigenversicherung, da haben wir heute noch nicht drüber geredet, aber das ist weniger für mich eine Finanzierungsfrage als eine Gerechtigkeitsfrage, weil die Debatte, die also da ständig läuft zwischen den Beamtinnen und Beamten und den Arbeitnehmern und den kleinen Selbstständigen und die einen sind drin und die anderen zahlen das und die einen haben jenes Niveau, die spaltet die Gesellschaft und die verhindert, dass man zu einem vernünftigen System kommt. Und da dürfen wir auch keine Angst davor haben, dass aus Beiträgen eines Tages Ansprüche erwachsen. Das ist klar, das ist unser System, das ist der Sinn der Sache. Dann ist es halt so. Dafür haben sie ja vorher auch was gezahlt. Die Finanzierung kommt an einer anderen Stelle, da komme ich jetzt gleich drauf, weil ich denke, finanzierbar ist das Ganze, weil es immer eine Frage ist, was wollen wir am Ende, was wollen wir für eine Altersvorsorge. Und dann brauchen wir uns ja bloß mal anschauen, wir diskutieren ständig über Gerechtigkeit. Müssen wir uns mal anschauen, was in dieser Gesellschaft passiert. Allein mal mit der wirtschaftswissenschaftlich wird es wissen, wir exportieren Jahr für Jahr mehr und mehr und mehr, als was wir selber verbrauchen. Mindestens, also jetzt sind es 9% des Bruttoinlandsprodukts, was wir mehr produzieren, als wir selbst verbrauchen. Das sind über 250 Milliarden Euro. Die 250 Milliarden Euro, die werden völlig nutzlos
irgendwo auf den Weltfinanzmärkten angelegt. Die werden verbrannt von VW mit 16 oder 20 Milliarden Schadstoffausstoßstrafzahlungen und von der Deutschen Bank und so weiter und so weiter. Wir häufen Kapitalvermögen im Ausland an, die wir nie wieder sehen, weil völlig klar ist, dass dieses Ungleichgewicht in den Leistungsbilanzen nicht mehr rückholbar ist, sozusagen im Sinne eines Gegenwerts vom Ausland. Und alle Welt sagt, und auch unsere eigenen Gesetze sagen, ausgeglichene Handelsbilanz, und warum setzen wir dieses Geld nicht ein, um mehr soziale Gerechtigkeit zu haben. Wir erleben die Anhäufung von Vermögen, das beklagen wir ständig. Und dann tun wir so, als hätten wir kein Geld für die Rente. Ich finde das gespenstisch, wenn man sich anschaut, die Vermögens- und Einkommensentwicklung. Das heißt also, das Geld ist da, und deswegen ist mein Plädoyer am Schluss, ein Teil wird man durch höhere Beiträge finanzieren müssen, aber einen wesentlichen Teil wird man auch über Steuern reinholen müssen, weil Altersvorsorge ist ein gesellschaftliches Thema, und es ist jetzt schon so, dass wir ja jede Menge sozusagen Gemeinwohlaufgaben aus der Rentenversicherung nicht durch Beiträge gedeckt haben. Jetzt zum Beispiel die Mütterrente, 7 Milliarden im Jahr. Jetzt kommen jetzt noch die Ostrenten dazu. Das machen wir wieder nach dem Modell Kohl. Der Beitragszahler macht schon, damit der Herr Schäuble seine schwarze Null behalten kann. Und so gibt es eine ganze Reihe von Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht durch Beiträge gedeckt sind, im Übrigen auch erwerbsgeminderten Sachen und sowas. Und da muss eben dann aus gesamtgesellschaftlichen Mitteln muss der Steuerzuschuss erhöht werden, und wenn halt nicht genügend das Steueraufkommen dafür nicht reicht, dann müssen wir es halt durch Vermögenssteuer oder was auch immer erhöhen, und wir müssen an diese Verteilungsfrage ran, weil letzten Endes geht es um nichts anderes als um eine Verteilungsfrage und nicht um die Frage, können wir uns Renten leisten oder nicht. Vielen Dank, Klaus. Dieses Thema, wer finanziert und wie wird finanziert, haben die Österreicher jetzt ganz vorsichtig begonnen mit einer Debatte zum Thema Wertschöpfungsabgabe. Das habe ich mal ganz vor 25 Jahren oder was weiß ich, auf der politischen Agenda gehabt. Und ich war ganz begeistert, als ich das von den Österreichern gelesen habe, weil das ist so ein Kernstück von Verteilungsgerechtigkeit, wenn man nicht nur Arbeit Beiträge bekommt, sondern eben auch von Kapital. Und wir sind ja mit unserer Bürgerversicherung gar nicht so weit davon weg. Ich bin ganz vorsichtig, nicht so weit davon weg. Und dieser Mix der Finanzierung, wie der Klaus das auch gesagt hat, könnte ja durchaus auch ein Weg sein, um schrittweise einfach so diese Verteilungsfrage anders zu lösen. Also versicherungsfremde Leistungen raus und so weiter. So, jetzt hat der Herr Geier da aber offensichtlich eine stärkere Einwendung. Zwei Sachen würde ich gerne dazu sagen. Also das eine ist, ich glaube, was Herr Bade gesagt hat, meine ich, kann ich voll unterstützen. Die Rente ist letztlich, kann ich es anders ausdrücken, eine Frage des Lohns. Ja, muss die aus dem Laufenden, also quasi muss erwirtschaftet werden, und der Lohn muss sozusagen auch reichen zum Leben. Was ist mit dem Max-Brodsche Theorie? Zum Leben im Alter. Ja gut, das ist noch vielleicht noch ein anderes Thema. Ja. Okay, oh Gott. Ja. Das ist dann bei uns wieder aus dem Streitpunkt. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, die Rente letztlich, also wenn die Rentenhöhe nicht stimmt, ja, dann ist auf jeden Fall davor in irgendeiner Form nicht genügend eingezahlt worden. Das heißt, ich glaube, wir haben, darüber haben wir wenig geredet, ja, aber ich glaube, wir haben ein großes Problem, auch dauerhaft, wenn wir das nicht lösen, mit dem Niedriglohnsektor, mit 25%, die da unten arbeiten. Und das meine ich, also vor allem auf Niveau, ja, wenn diese Ungleichheit nicht in irgendeiner Form wieder weggeht, sozusagen, ja, oder sich ausgleicht, meistens sind ja die Barrieren dann relativ festgefahren in diesen geringen Einkommensklassen, dann ist es ganz schwer am Ende was daran zu ändern. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr viel getan. Und ich glaube,
glaube, dass bei der ganzen Debatte Reparatur am Ende darf man, also der Teil, meine ich, ist ganz zentral. Das meine ich, betrifft auch die Leute, die jetzt jung sind und sich vielleicht nichts von der Rente versprechen. Ein Teil dieses, ich verspreche mir nichts, kommt garantiert auch durch die Jobperspektiven und die Einkommensperspektiven, die diese Leute heute ja, vor sich sehen. Und das Zweite noch kurz zu der Maschinensteuer. Ja, das wird diskutiert. Ein Kollege von mir hat auch, glaube ich, was dazu veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob das schon raus ist, aber das war dann doch relativ schnell wieder nicht ganz so euphorisch diskutiert worden, einfach aufgrund des Standortwettbewerbs. Ja, und die politische Änderung in Großbritannien, in den USA und überhaupt der ganze Ton international geht wieder stärker in Richtung Konkurrenzstandort. Und da ist es dann wieder schwierig. Ja. Man braucht eigentlich internationalen Konsens, um Kapital stärker zu besteuern. Sonst hat man Schwierigkeiten tatsächlich, weil das Kapital meistens mobiler ist als die Leute. Vielen Dank. Sie wollten auch noch kurz dazu was sagen. Kurz, das ist bei mir immer schwer. Stefan Bachke ist übrigens übermorgen bei einer großen Veranstaltung der Verbund in einer Ruhrstraße hinten und hält genau einen Vortrag zu dem Thema im Wesentlichen. Wertschöpfungsabgabe als Finanzierung im Arbeitsgruppen 0. Okay. Zwei Punkte habe ich mir aufgeschrieben, wollte ich unbedingt sagen. Also Verteilungsfrage, da sind wir uns, glaube ich, einig. Natürlich ist das letztlich eine Verteilungsfrage. Klar, ganz eindeutig. Und deswegen würde ich auch immer sagen, es ist wichtig, dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben aus Steuermitteln finanziert werden, nicht von Beitragszahlern, denn das ist ein ganz wesentliches Element von Verteilungsfrage. Soll der Beitragszahler auch für Dinge haften und zahlen, die Gesamtgesellschaft nutzt? Das soll er natürlich nicht. Mütterrente kriegt auch eine Frau, die nie im Leben Beiträge eingezahlt hat in die Rentenversicherung. Warum soll das der Beitragszahler bezahlen? Also da sind wir uns völlig einig, das muss aus Steuermitteln finanziert werden und überall da, wo da was fehlt, da fordern wir ja auch als Rentenversicherung massiv ein, dass da ein höherer Zuschuss kommt. Höherer Bundeszuschuss oder Steuermittel hat einen Nachteil und das ist, hängt wieder mit Verteilungsfrage zusammen. Verteilungsfragen werden nie für alle Zeiten geklärt. Sondern da sind wir da, wo Herr Geier eben war. Wir fänden es natürlich gut, wenn wir jetzt eine Regelung kriegen, der Bundeszuschuss wird erhöht. Nur sich darauf zu verlassen, dass auf lange Sicht nicht irgendwann mal eine politische Konstellation kommt, die sagt, nee, das ist ja viel zu hoch. Und was heißt das dann für die Renten? Denn wenn ich heute sage, ich mache den Bundeszuschuss höher, da hat natürlich der junge 30-Jährige überhaupt nichts von, sondern der muss darauf setzen, dass der Bundeszuschuss dann, wenn er in 30 Jahren in Rente geht oder in 35, dass dann der Bundeszuschuss hoch ist. Und darauf sich zu verlassen, ist eine mutige Sache. Deswegen glaube ich nämlich auch, dass die Jungen heute sagen, ich kriege von der Rente nichts raus. Das liegt nicht daran, dass die meinen, das Rentenniveau ist zu niedrig. Die trauen der Politik nicht zu, dass sie standhaft bleiben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber jedenfalls das ist, glaube ich, der Grund. Und dadurch, deswegen kriegen wir auch mit einer Aussage, wir sagen, wir erhöhen heute mal das Rentenniveau, die nicht dazu, das wirklich zu glauben. Denn die müssen ja glauben, dass in 30 Jahren die Politik das dann auch einlöst, dieses Versprechen. Und ob das die Jungen tun, ist die Frage. Also Verteilungsfragen sind immer nur zeitweilig gelöst und können wieder anders geklärt werden. Und deswegen sind wir als Rentenversicherung schon darauf bedacht, dass wir die Versicherungsleistung voll gegenfinanziert kriegen aus Steuermitteln. Aber wir sind nicht der Meinung, wir müssten möglichst viel hohen Steueranteil haben, weil wir natürlich auch wissen, alles, was wir vom Finanzminister kriegen, kann uns der nächste Finanzminister auch wieder nehmen. Das, was wir aus Beitragsmitteln kriegen, das haben wir so weiter. Ja, das gilt aber auch für alle kapitalgedeckten Systeme. Ja, natürlich, für die Kapitalgedeckten gilt das auch. Da bin ich sofort dabei. Also Kapitaldeckung ist überhaupt nicht besser als Umlagefinanzierung, ist anders. Deswegen ist ein Mix von Systemen, hat vielleicht was für sich, aber ist auf keinen Fall besser. Das wäre der dritte Punkt, da gehe ich nicht mehr drauf ein. Wertschöpfungsabgabe wollte ich aber noch. Das ist so ein heikles Thema. Und zwar deswegen, wir haben ja eigentlich eine Wertschöpfungsabgabe. Wir bekommen ja einen Teil unseres Bundeszuschusses aus einer Wertschöpfungsabgabe. Wir nennen sie in Deutschland nur Mehrwertsteuer.
Aber die Mehrwertsteuer ist natürlich nichts anderes als eine Steuer auf die Wertschöpfung, als eine Wertschöpfungssteuer. Und wir kriegen schon heute einen Teil des Bundeszuschusses, der wird finanziert aus einem Prozentpunkt Mehrwertsteuer, also aus einer Wertschöpfungssteuerabgabe. Von daher bin ich mir gar nicht sicher, dass das so ein großer Unterschied ist. Das ist letztlich auch Steuermittel. Wenn wir unsere Versicherungsprämien Leistungen voll finanziert haben wollen, ist uns letztlich wurscht, ob das aus einer Mehrwertsteuer kommt oder aus der Vermögensteuer oder das fände ich persönlich am besten, aber da geht es ja nicht darum, was ich persönlich finde, sondern das ist uns als Rentenversicherung wurscht, aus welchem Steuertopf das kommt. Wir brauchen nur die Mittel für versicherungsfremde Leistung aus dem Steuertopf. Punkt. Darüber hinaus schreien wir nicht hier, wenn jemand sagt, wir geben euch noch mehr Steuern, weil wir nicht wissen, was wir da morgen noch haben. Und doch noch ein letzter Satz zu Österreich. Im Augenblick wird das österreichische Rentensystem so hoch gelobt. Das ist auch nicht schlecht, sage ich sofort, das ist nicht schlecht. Aber wer das vergleichen will, sollte ganz genau hingucken. Das österreichische System unterscheidet sich vom deutschen in vielen Punkten, nicht nur in der Höhe des Rentenniveaus und des Beitragssatzes. Das Rentenniveau ist höher als bei uns, Beitragssatz ist auch höher als bei uns. Aber zum Beispiel, was keiner weiß, die zahlen nur eine Rente bei Leuten, die mindestens 15 Jahre eingezahlt haben. Wer nur 14 Jahre eingezahlt hat, der hat umsonst eingezahlt. Da ist das Geld drin, aber nicht wieder raus. Bei uns haben wir 5 Jahre Mindestbeitragszeit und wenn man es nicht erfüllt, kann man sich die Beiträge erstatten lassen. Also das ist einfach ein Unterschied. Und die hinterbliebenen Renten sind in Österreich viel niedriger als bei uns zum Beispiel. Also es gibt, deswegen ist das System ja nicht schlecht. Nur man kann nicht so einfach nur zwei Sachen vergleichen. Die Gesamtsysteme sind sehr unterschiedlich. Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir noch eine nächste Wortmelderunde. Da habe ich hier nochmal eine Wortmeldung gehabt, Angelika auch. Du auch, Knut und da. Ach, dann fange ich doch mal hier vorne an, weil der Herr kam noch nicht zu Wort. Ja, also ich habe folgende Probleme. Einmal die Frage, man müsste eigentlich auch die Beitragsbemessungsgrenze sich ansehen, ob man da nicht auch was macht in diesem Bereich. Aber ich habe ein grundsätzliches Problem eigentlich bei der kapitalgedeckten Lebensversicherung, denn das sind ja Lebensversicherungen. Das Problem ist bei der Auszahlung. Die gesetzliche Rentenversicherung ist ja von Grund auf dynamisiert, das heißt, sie passt sich den wirtschaftlichen Verhältnissen an. Die kapitalgedeckte eben nicht. Und ich sage mal so, wenn wir mal 4, 5, 6, 7 Prozent Inflation haben, dann sehen die, die auf die private kapitalgedeckte Rente gestützt haben, sehr, sehr schlecht aus, denn die bleibt in der Regel gleich. Die passt sich in der Regel nicht den Bedingungen an. Und das, finde ich, ist ein riesengroßes Problem. Der Herr Dr. Tieter hat es ja schon gesagt, wir wissen nicht, wie es in der Zukunft ist. Aber das wird dann ein richtiges Problem. Gut, vielen Dank für den Hinweis. Dann fange ich hier noch weiter. Machen wir hier weiter. Ja, das passt vielleicht. Mikro ist vielleicht ganz gut, dann können wir es anschauen. Das passt vielleicht ganz gut zusammen, aber vorhin ja diskutiert haben, was soll das, also der Genosse Bartitz hat ja gesagt, was soll das da mit diesem kapitalgedeckten Krimskrams? Wir haben ja in einigen europäischen Ländern ganz gut funktionierende Systeme. Ich habe es mir mal in Schweden ein bisschen genauer angeguckt. Und da zahlen die Leute, also da gibt es das Obligatorium und da muss ihnen also auch eine private Vorsorge sozusagen zusätzlich geleistet werden. Kann man auch darüber streiten, ob sinnvoll ist, ob man sich gleich in den Beitragssatz packt, aber okay. Und der Teil ist auch kapitalgedeckt, das wirst du wahrscheinlich auch kennen. Und dann haben die Leute die Wahl, das irgendwo bei einer Bank oder bei irgendeinem so einem Versicherungshai anzulegen oder Finanzholding oder eben beim Staat. Und 80%, 90% oder so legen das in einem staatlichen System an. Das ist auch kapitalgedeckt und folgt dann nicht unbedingt diesen Renditekriterien, die du als Problem jetzt beschrieben hast. Also da kann man drüber nachdenken, weil das, was Herr Geier vorhin mal so in so einem Nebensatz gesagt hat, also da lohnt es sich wirklich mal drüber nachzudenken, also ob man in einer kleinen gewissen Mischung nicht
irgendwie eine sinnvollere Struktur schaffen kann, als wenn man es nur in ein System packt. Ich lasse mir das nie nehmen. Also, dass ich sage, die gesetzliche Rentenversicherung, unser gesetzliches System, was auch paritätisch finanziert werden soll in der Zukunft, ist das A und O. Da muss alles drauf gelegt werden. Also, insofern hast du auch recht, als Schlussfolgerung für den Wahlkampf. Also, dass man so mit ein paar nachvollziehbaren Forderungen und Slogans argumentiert, wie mit dem Rentenniveau, das kann man ja ruhig machen, obwohl ich da die Skepsis teile, die Sie vorhin auch formuliert haben. Ich weiß auch, dass ein Versicherungspunkt 30,45 € Wert hat, was umrechnet, irgendwie ein Umrechnungsfaktor von 18 oder so zustande kommt. Also da kriege ich ein versicherungsmathematisches Problem auf Dauer, wenn die Leute wirklich älter werden, da muss ich mir was überlegen, wie ich es auf Dauer finanziere. Aber diese Nebenkriegsschauplätze sollten wir weglassen in der öffentlichen Diskussion. Also es ist schon okay zu sagen, Rentenniveau 50%, es ist schon okay zu sagen, wir wollen irgendwie also auch eine Mindeststandardrente für Leute, die eine bestimmte Anzahl von Jahren, 20 oder was weiß ich, 25 Jahre eingezahlt haben, das ist alles paletti, was aber völlig fehlt. Und das ist so das Problem, was ich sehe. Also ich habe so bis Juni jetzt 30 Veranstaltungen in Betrieben, in gewerkschaftlichen Organisationen, nur zu dem Thema Rente, also im Zusammenhang mit dieser DGB-Kampagne, die da auch läuft. Und bisher waren es auch schon einige gewesen. Und ich werde immer gefragt, du bist ja so ein neutraler Sachverständiger. Also ich sage immer, ich bin nicht neutral, ich bin arbeitnehmerorientiert, ganz klar. Aber empfehle uns doch mal, was soll man denn jetzt in Bezug auf die Wahlen machen? Und da kann ich im Moment nur sagen, guckt euch die Wahlprogramme zur Rente dann an, wenn das für euch ein Entscheidungskriterium ist. Weil ich noch nicht mit reinem Herzen sagen kann, ihr müsst die Sozialdemokraten wählen, weil das Programm steht. Und das ist in Bezug auf, obwohl ich selber nun einer bin seit vielen Jahren und auch der DL angehöre, aber da würde ich lügen, so etwas tue ich nicht. Also da muss sozusagen noch was her. Und was treibt die Leute um? Das ist das Rentenniveau, die Angst vor dem, vor der Höhe der Rente. Aber, also bei sehr, sehr vielen Menschen, die eben im normalen Anführungszeichen Arbeitsverhältnissen stehen, auch die Frage der Flexibilisierung, also kann ich schon nicht doch mit 60 oder mit 62, ist das nicht möglich, also was wir ja eine Zeit lang diskutiert haben, Flexirente zu organisieren, da sind wir wieder bei gewerkschaftlichen Instrumentarien, die sich dann letztlich wieder nur kapitalgedeckt finanzieren lassen, weil die deutsche Rentenversicherung da nicht aus dem Buschen kommt, also über die Details können wir nicht diskutieren, weil das verwirrt die wieder. Also wir müssen auch wieder sagen, wir wollen, und da müsst ihr euch klar positionieren, ganz klar positionieren in der Partei, wir wollen die Flexibilisierung, also die Möglichkeit, dass man in eine Teilrente geht, ab dem Alter 60, 61 oder so, schaffen, mit entsprechenden Hinzuverdienstmöglichkeiten, das ist alles unklar. Na gut, die Flexirente kommt ja jetzt mit Zuverdienstmöglichkeiten. Ach komm, lass es halt. Das ist wie mit der Rente 63. Ab 63 geht das. Oh, oh. Das wollen die Leute nicht. Das wollen die Leute nicht. Die sagen, ja, aber Zuverdienstmöglichkeiten von 6.300 Euro. Nein, du kannst sogar noch mehr verdienen, weil da wird nur ein Teil ja angerechnet. Das ist ja auch eine Verbesserung. Okay. Aber ab Alter 63. Das Problem ist, also wenn ich in den letzten Jahren in den Betrieben war, in den Betriebsräten, da saß mir keiner gegenüber, der älter als 58 war. Weil die alle in Altersteilzeit gingen, in die passive Phase, bis 63 oder so hoch. Das ist weg, die Regelung gibt es nicht mehr. Das, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das die Leute frustriert. Das sind Zehntausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen, die davon betroffen sind. Also da haben wir nie drüber diskutiert. Und das wird mit einem sozusagen Handwischen weggeschoben und es interessiert offensichtlich keinen. Es gibt faktisch, von wenigen Tarifgebieten abgesehen, keine Möglichkeit mehr vor 63, auch wenn ich noch irgendwie kaputt bin, aufzuhören zu erträglichen Bedingungen, wenn ich nicht die Bedingungen für eine Erwerbsminderungsrente erfülle. Und da wissen wir ja, dass das so gut wie unmöglich ist. Da muss ich todkrank sein. So, und das sind so die Punkte, die wir jetzt innerhalb von wenigen Wochen klären müssen, uns klar positionieren müssen. Da reicht das, was aus dem Arbeits- und Sozialministerium kommt, wirklich nicht mal in Ansätzen aus. Das tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss. Und also da gibt es ja Konzepte von der IGBCE, von der IG Metall, von DGB ansatzweise. Verdi geht da noch einen Schritt weiter. Da muss
sehr schnell also Klarheit geschaffen werden, damit man da also auch in solche Veranstaltungen reingehen kann. Mir ist klar, wir brauchen gesellschaftlichen Konsens. Wir müssen auch gucken, was sagen die Arbeitgeber, was sagen die jungen Menschen und. Aber wenn wir die Frustrierten wieder an die Wahlurnen kriegen wollen, oder wenn sie gehen, dass sie dann auch nicht die AfD wählen. Okay, wird hier vom Podium aufgegriffen, wie das ist, ob die ganzen Maßnahmen jetzt wirklich dem Bedürfnis entsprechen, früher quasi in Rente zu gleiten, würde ich mal so formulieren. Jetzt Angelika und dann der Friedhelm. Ja, ich möchte das aufgreifen, was gerade schon angesprochen worden ist, das Thema Wahlprogramm. Wir sitzen ja heute hier, denke ich, um Einfluss zu nehmen auf dieses Wahlprogramm, was noch so in der Mache ist. Und ich nehme an, es wird noch ein paar Tage in der Mache sein, denn in den nächsten Tagen wird alles durch die Personalgeschichten irgendwie überdeckt werden. Ich hoffe, dass es uns gelingt, uns allen, deswegen bin ich hier, deswegen sitzt der Klaus hier, deswegen ist die Hilde da unterwegs, uns allen gelingt, ein Konzept, was die Rente betrifft, in dieses Wahlprogramm reinzubringen, was den Gewerkschaften entsprechend entgegenkommt, was dem VdK entsprechend entgegenkommt, der ja auch die Angst hat, die Angst deutlich macht, dass die Menschen im Alter arm werden könnten. Und das ist also, denke ich, etwas, da müssen wir uns auch Verbündete nochmal weiter suchen. Denn ohne Verbündete, das zeigt die Debatte über das letzte Wahlprogramm schon, bringt man das Thema Rente, weil es so wenig sexy ist, in das Wahlprogramm nicht wirklich rein. Und da, glaube ich, muss jeder mithelfen, die entsprechenden Partner auch zu aktivieren. Von selber wird das definitiv nicht gehen. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn sich die Rentenversicherung nochmal entsprechend einbringen könnte. Da wäre ich sehr dankbar, wenn das DIW das entsprechend mit unterstützen könnte. Die Konzepte liegen auf dem Tisch und wir sind da nah am DGB und an allen anderen dran. Aber die Frage ist, es gibt auch andere Kräfte innerhalb der Partei, die da vielleicht nicht so ohne weiteres mitgehen wollen. Und deswegen ist das ein Machtkampf wie vieles, was in der Politik so passiert. Und wir brauchen, und darum werbe ich sehr heftig, Unterstützung. Gut, vielen Dank, Friedhelm. Dankeschön. Also natürlich ist diese Auseinandersetzung um die letzten Entscheidungen, die es in der Partei da gibt, hochaktuell. Und ich habe mir natürlich auch ein bisschen versprochen von der Diskussion heute Abend speziell, auch aus dem Blickwinkel der Rentenversicherung, Argumente mit dafür nochmal verstärkt zu bekommen, dass dies die zentrale Säule, das entscheidende Element für die Altersversorgung ist. Weil, ich habe es eben schon gesagt, die Auseinandersetzung mit denjenigen, die die kapitalmarktorientierten Stützen für unerlässlich halten, unerlässlich in Richtung Lebensstandardsicherung, die es eben macht, weil es auch gesellschaftliche Kräfte gibt, die auf dem ganz anderen Spektrum stehen und natürlich auf ihre Profitinteressen mit diesem Thema verbinden. Ich will nur eine Information vielleicht jenem nicht so Präsentes geben, weil ja auch viel spekuliert wird über mögliche Staatsfondsideen. Da werden manche Hinweise auch gegeben auf skandinavische Länder. Der norwegische Staatsfonds, das eigentliche Flaggschiff einer derartigen Argumentation, hat in den letzten Jahren Verluste gemacht. Einfach so als Hinweis, es ist ein hochriskantes Spiel, was dort den Arbeitnehmern zugemutet wird. Und sie sind möglicherweise sich nicht in jedem Einzelfall darüber im Klaren, dass dies ein Spekulationsobjekt ist. Und darauf finanzielle Ressourcen zu lenken, auch volkswirtschaftlich gesehen, ist ein Irrweg, nach jedenfalls meiner Überzeugung. Und es ist richtiger, alles zu tun, um die gesetzliche Rentenversicherung zu stärken. Übrigens, was die Kosten, die natürlich gigantische Ausmaße annehmen, die Andrea bzw. das Ministerium hat das ja schön aufgelistet. Was passiert denn mit welchen Beitragssätzen und bei welchem Rentenniveau bis zum Jahr 2045? Da haben wir dann dreistellige Milliardenbeträge. Das sind hochinteressante Hochrechnungen. Allerdings braucht man sehr lange, um im der Langfassung des Konzeptes
zu lesen, auf welchen Voraussetzungen das denn fußt. Es fußt unter anderem, auch das vielleicht eine Information, die nicht jeder kennt, auf zwei Elementen. Es fußt nämlich darauf, dass wir einen Zuwanderungssaldo von 200.000 haben werden innerhalb der gesamten Zeit. Und es fußt darauf, dass wir eine Geburtenrate von 1,4 haben werden in der gesamten Zeit. Das sind Daten, die jetzt schon deutlich übertroffen sind, die auch innerhalb der letzten Jahre deutlich übertroffen wurden. Es gibt sogar eine Dynamik in diesem Prozess, die nach oben weist und sich dann in den ganzen Berechnungen und auch mit der Propaganda, die damit ja verbunden ist, auf Zahlen zu konzentrieren, selbst vom Statistischen Bundesamt, als eine mittlere, vorsichtige Linie bezeichnet werden, die die aktuelle Dynamik nicht einpreist. Diese Spekulation, meine ich, muss dann zumindest offengelegt werden, wenn man mit einer solchen Zahlendank Politik macht. Allerletzte Bemerkung, ich glaube auch schon, dass es um ein paar plakative Forderungen geht. Meine allerdings, dass für die vielen, vielen Menschen, die als Arbeitnehmer zahlen oder als Rentner Renten bekommen, der Verweis darauf, dass das alles ziemlich gut funktioniert hat, bis man diesen Systemwechsel vollzogen hat, Anfang der 2000er Jahre, vielleicht auch ein positives Element darstellen kann. Es ist auch für die Glaubwürdigkeit von Sozialdemokraten vielleicht ganz gut zu sagen, an irgendeinem Punkt machen wir auch wirklich mal deutlich, da sind Fehler gemacht worden und wir korrigieren. Und bei Riester könnte man das auch gemeinsam mit dem DGB machen, denn die DGB-Forderung in der Kampagne ist auch eindeutig, Riester zukünftig nicht. Und wenn wir da den Schulterschluss hinkriegen, ist das ein sehr, sehr deutliches Zeichen, mit dem wir auch punkten können. Ja. Vielen Dank, Friedhelm. Wunderbar. So ein wichtiges Thema war lange Jahre Rente 67. Irgendwie ist das ein bisschen aus unserem Blick geraten, dieses Symbolthema für eine gerechtere Rentenpolitik. Jetzt Knut. Also, liebe Genossinnen und Genossen, eigentlich neige ich ja nicht zur Wiederholung, aber Pünktchen. Ich gebe auch dem Klaus völlig recht, natürlich ist das alles eine Verteilungsfrage. Gar kein Thema. Ich weiß auch, dass Herr Thiele ein großer Hobbyverteilungspolitiker ist. Er hat dazu bahnbrechende Aufsätze schon geschrieben. Ehrlich? Ja. Den kann man in der wunderbaren Zeitschrift Sozialer Fortschritt gerne nachlesen. Wenn man also lesen ist ja durchaus auch eine sozialistische Tugend. Aber Spaß beiseite, Verteilungsfragen sind auch Machtfragen. Immer. So, und so einfach, wie das hier manchmal dargestellt wird, ist das doch nicht. Ich meine, als geschulte Sozialistinnen und Sozialisten wissen wir doch, dass man für derart tiefgreifende Verteilungsfragen eine kulturelle Hegemonie braucht. Um mal so einen alten Begriff zu benutzen. So. Nicht nur eine parlamentarische Mehrheit, nein. Um so tiefgreifend bei den Leuten anzulanden, brauchen wir eine gesellschaftliche Mehrheit, um es mal auf Deutsch zu sagen. So, jetzt sag mal, wo kommt die denn her? Das DGB-Rentenkonzept, darf ich mal kurz sagen, ich will dem Ingo nicht wehtun, aber die Mitgliedsgewerkschaften haben da durchaus Unterschiede in Nuancen, und zwar in wesentlichen Nuancen. Nein, ich will euch gar nichts sagen, ich will nur weg von dieser Gesetzestechnik und von diesem Niveautechnik hin zu der politischen Frage, wo kommt die gesellschaftliche Mehrheit oder die Mehrheit in der Partei her für dieses Konzept? Es ist nicht so leicht. Sozialpolitik ist nicht das Bringerthema in unserer Partei. Sozialpolitik ist nicht das Kernthema in der gesellschaftlichen Debatte. Wir kämpfen eigentlich mehr darum, dass Sozialpolitik überhaupt noch eine Aufmerksamkeit hat, obwohl das 2/3 Umverteilung der Lohn- und Gehaltssumme der Bundesrepublik Deutschland sind. Wir müssen Leuten erst auch in Gewerkschaften wieder erklären, wofür Sozialpolitik überhaupt da ist. Das ist die Realität. Ich kann mich ja nicht ins Wolkenkuckucksheim setzen
und sagen, ach, alles kein Problem. Und dann machen wir mal eine schöne verteilungspolitische Debatte und dann wird alles gut. Nee, so ist es nicht. So einfach ist es nicht. Ich hätte gern mehr Humor dabei. Ich bin schon in der fünften Jahreszeit, ne, als gebürtiger Kölner. Aber so weit sind wir nicht. Das ist eine ganz ernste Frage, die müssen wir beantworten. Das ist eine viel wichtigere Frage teilweise, als das X-Komma an der Rentenformel. Also nach diesem gewaltigen Wortbeitrag will ich noch mal dir widersprechen, was ich mich ja sonst nie getraue. Aber ich habe den Eindruck, dass wir doch in unserer Gesellschaft ein breiteres Bedürfnis nach Gerechtigkeit haben, als du das jetzt gerade so darstellst. Da hast du recht. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis, glaube ich. So, die Frage ist nur, wie kriegen wir es als SPD übermittelt, dass wir erstens dieses Thema nicht nur plakativ, sondern wirklich angreifen und Lösungen vorschlagen, die eine Umverteilungswirkung haben. Das, glaube ich, ist unser starkes Problem der Übermittlung und Glaubwürdigkeit. Und das Zweite ist, die Bevölkerung hat eine tiefe Verunsicherung, dass sie überhaupt mit ihrem Gefühl richtig liegen. Weil ihnen immer wieder suggeriert wird, wir sind eine reiche Gesellschaft, nach dem Motto, wenn du nicht zufällig reich bist, dann bist du selber schuld. Das ist, glaube ich, immer noch ein ganz, ganz starkes, ist das eine Atmosphäre, glaube ich nie, ist nicht eine Atmosphäre, so ein Gefühl, das man so in sich hat, das mit diesem Fördern, Fordern zu tun hat, aber da will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich bin der Überzeugung, wenn wir es richtig machen, kommen wir mit solchen Gerechtigkeitsthemen bei den Leuten an. Sonst würde ich hier nicht sitzen und SPD-Politik machen, wenn ich diesen Glauben verloren hätte. Wenn ich auch noch diesen Glauben verloren hätte, wirklich. Die Österreicher haben auch noch Hammer und Sichel gemacht. Ja. Du bist heute Abend wirklich in der fünften Jahreszeit. Also die Erfahrung ist doch die, dass da, wo man dieses Konzept, unser Konzept übrigens, nachher habe ich hier eine Broschüre dazu dabei, wo man dieses Konzept mal diskutiert hat, vorhin war Schäfer, da ich sehe nicht, ob er noch da sitzt. Der steht jetzt da vorne an der Säule. Ich bin nach links gerückt. Zu einer Theke bist du gerückt. Egal, wo man da unterwegs ist, rennt man eigentlich bei den Leuten oft mit Türen ein. Das glaube ich auch. Das sieht man daran, dass selbst ein ausgewachsener Landesparteitag Nordrhein-Westfalen so ein Zeug beschließt und nicht in Bayern. Und es gibt schon mehrere Landesverbände, die das beschlossen haben, da wo es halt diskutiert wird. Und, man muss es halt diskutieren, in die Offensive gehen. Das einzige Problem, das man oft hat, ist, kann man euch das eigentlich glauben und setzt ihr euch da auch wirklich durch? Ja. Muss man das ernst nehmen? Ja. Und ich glaube, deswegen müssen wir auch mit den Bedenken ernsthaft umgehen. Und ich wollte bloß noch zwei, drei Punkte nochmal unterstreichen, weil Geier hat vorhin mit Recht nochmal darauf hingewiesen, das Ganze funktioniert nur, wenn wir auch den Arbeitsmarkt in den Griff kriegen. Mit diesem Ausbremsen von Arbeitsmarkt kann man natürlich am Ende durch eine Reparatur im Rentensystem das nicht alles wieder hinkriegen. Wenn die Leute 40 Jahre lang im Niedriglohnsektor waren, dann hilft die beste Rentenform nur nichts. Deswegen ist der Hinweis ganz wichtig. Zweitens wollte ich nochmal sagen, also manchmal machen wir es uns aber auch unnötig schwer. Dann sagen Sie, naja, wenn die jetzt alle so viele Beiträge zahlen, ob dann in 30 Jahren noch ein Gesetzgeber da ist, der dann dafür die Leistungen garantiert. Dann sage ich als Gegenargument, ja, in 30 Jahren, wir haben ja hoffentlich noch eine Demokratie und die Leute wählen sich das Rentensystem, dass sie halt wollen, und entsprechend müssen wir die gesellschaftliche Auseinandersetzung führen. Der Unterschied ist doch nur, da wo die anderen hinwollen, mit ihren privaten Systemen, ja, mit ihren Lebensversicherungen, mit ihren Fonds und so weiter, da gibt es keine Demokratie, sondern da gibt es Finanzmarkt. Und da schnabelt keine Regierung mit und kein Volkswille und gar nichts,
sondern wenn eben Zinsniveau 0 ist, dann ist Zinsniveau 0. Und das ist nicht, weil es eine böse EZB gibt, sondern weil es eine bestimmte Entwicklung auf den Finanzmärkten gibt. Und da ist es eben so, dass wenn sich das Zinsniveau halbiert von 4 auf 2%, dann brauche ich, um denselben Ertrag zu haben in einer Altersversorgung, die doppelte Einzahlung, ja, damit ich am Ende dasselbe rauskriege. Und das kann ich überhaupt nicht beeinflussen. Und das kann leider auch ein norwegischer Staatsfonds nicht beeinflussen, sondern... Ja, auch ein Schwedischer kann es nicht beeinflussen, weil sich das an internationalen Renditen dann orientiert. Und wenn es halt früher für eine deutsche Staatsanleihe 2-3 und jetzt Minus, dann hat er auch ein schwedischer Staatsfonds Pech gehabt. Es sei denn, er würde jetzt hergehen und in Rüstungsaktien investieren, dann würde er vielleicht mehr verdienen. Ja, also das ist doch genau das Problem, wo lege ich das Geld an? Und da bin ich nochmal beim wichtigen Punkt auch von unserem AFA-Rentenkonzept, wo ich mich immer wundere, dass da niemand drauf einsteigt. Da wird zwar über Staatsfonds diskutiert, aber wir haben kein Problem damit, dass die Rentenversicherung über 30 Milliarden auf der hohen Kante hat und dafür inzwischen auch für einen Teil dieses Geldes schon Strafzinsen zahlt. Und Herr Tiede hat ja gesagt, wir rutschen immer weiter in diese Strafzinssituation rein. Die Krankenkassen zahlen schon Strafzinsen für ihre Rücklagen. Und wenn wir dann sagen, warum wird dieses Geld nicht wieder in den Wohnungsbau investiert, so wie wir es schon mal hatten, dann gucken es uns alle groß an, die einen sagen, um Gottes Willen, ihr wollt die Rentenversicherung das Geld wegnehmen, die anderen sagen vorsichtshalber gar nichts dazu. Aber die Idee hat gerade den Wohnungsmarkt verkauft. Eben, die mussten das verkaufen aufgrund von politischen Vorgaben, das war eines der Dramen diese Rentenreform 2004, 2005, eine der größten Fehlentscheidungen. Und wir haben einen riesen Mangelbereich im bezahlbaren Wohnraum. Und die an dieses verkauft haben, die GAGFA da, das sind die schlimmsten Mieter-Schikanierer, die man sich vorstellen kann. Und warum sagen wir nicht, wenn der DGB auch sagt, Demografiereserve aufbauen, und die Reserven, die wir schon haben, die legen wir in was Vernünftiges an. Stattdessen sagen wir, wir subventionieren private Lebensversicherungen und andere Fonds, damit die hinterher die Anteile kaufen von unserer Bundesinfrastrukturgesellschaft und von irgendwelchen kommunalen Infrastrukturprojekten nach dem Fratscher-Modell des DIB. Denen erlauben wir dann mit unserem Geld, mit Steuerzuschüssen, Rentengelder und anderes in öffentliche Infrastruktur. Also das ist ein Aberwitz, sowas. Da wird die Umverteilung noch einmal eine Spirale weitergedreht und keiner merkt die Absurdität dieser Diskussion. Und deswegen ist natürlich auch die Frage richtig wichtig, wo legen wir gegebenenfalls Rücklagen, auch der Rentenversicherung, wenn wir es über Beiträge zum Beispiel dann in Demokratierücklage finanzieren wollen, wo legen wir die an, anstatt dann zu hilflos zu sagen, naja, da hilft bloß ein kapitalgedeckter Übergang. Und die Gewerkschaften, die so Fans sind von Betriebsrenten und tariflichen Modellen, denen müssen wir halt in der Diskussion auch nochmal sagen, liebe Leute, ihr grabt euch selber das Wasser ab, weil wenn man das zum Gegenstand von Tarifpolitik macht, dann passiert doch Folgendes, dann ist das Teil des Forderungsvolumens und wenn man davon was durchsetzt, geht das nur mit Lohnverzicht, weil die Arbeitgeber sagen, so und so viel ist Verteilungsspielraum und wenn ihr Rente wollt, dann müsst ihr halt beim Lohnabschluss was dran geben. Und das heißt, wir untergraben gleichzeitig das Beitragsvolumen und das Beitragsvolumen für die gesetzliche Rentenversicherung wird weniger. Und außerdem untergraben wir noch das Rentenniveau, weil die Löhne halt entsprechend niedriger steigen und entziehen praktisch damit auch nochmal der Rentenversicherung das Geld. Das geht so. Das ist aber so. Nein, das geht so nicht. Und dann ist der letzte Punkt an dieser Stelle. Das ist halt auch leider nur ein Modell für bestimmte Großbetriebe, die florieren, finde ich auch in Ordnung. Man kann das auch machen, man darf das auch machen, man soll das auch machen als Gewerkschaft. Bloß dann daherkommen und sagen, lieber Staat, jetzt unterstützt das auch noch.
und schreibt uns zur Belohnung auch noch vor, dass wir es haftungsfrei stellen dürfen. Also das ist alles sehr fragwürdig und da muss man auch bei den Gewerkschaften noch eine kritische Diskussion führen. Ich bin überhaupt nicht gegen betriebliche Altersversicherung und gegen tarifliche Modelle, auf keinen Fall, aber nicht als eine vom Steuerzahler und von der Politik zu subventionierende Geschichte, weil wir haben einen immer größeren Teil von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die genau von diesen Geschichten auch nicht profitieren und wo wir dann wieder neue Lücken schaffen, die wir dann hinterher wieder mit großem Aplomb schließen müssen. Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt traue ich mich hier mal einen Cut zu machen. Weil ich würde jetzt ganz gerne in einer abschließenden Runde hier auf dem Podium das aufgreifen, was der Friedhelm gesagt hat, ein bisschen anders formuliert, wie ich das jetzt mache. Aber ich hätte jetzt gerne von unseren drei Podiumsgästen hier abschließend zwei Fragen beantwortet. Und zwar so, dass wir alle die als Argumente mit in unsere Debatte nehmen können. Erstens, was spricht für die Anhebung eines Rentenniveaus? Punkt 1, was ist für Sie das wichtigste Argument für diese Frage? Das zweite, welche Maßnahmen, vielleicht zwei oder drei, finden Sie zum Thema, ich will jetzt nicht Armutsvermeidung sagen, sondern Lebensstandardsicherung. Welche Maßnahmen sind für Sie wirklich Maßnahmen in der Rentenpolitik, um den Lebensstandard zu sichern? Das ist vielleicht eine Fangfrage, aber ich mache nichts. Würden Sie anfangen, Herr Geier? Also vielleicht fange ich mit der letzten Frage an. Welche Maßnahmen für die Lebensstandardsicherung? Ich glaube, ja, auch wenn das vielleicht jetzt nicht ganz Ihre Erwartung befriedigt, es ist nicht so sehr die Rentenpolitik, sondern tatsächlich, das findet vor allem im Arbeitsmarkt statt, aus meiner Sicht. Und bis... Ja gut, aber das also Lebensstandardsicherung heißt beispielsweise, also jetzt war ja gerade wieder mal Gesetz zur Leiharbeit, das sind Felder, auf denen, glaube ich, noch Handlungsbedarf besteht, wo wenn solche Beschäftigungsverhältnisse weiter Bestand haben, dann wird daraus wahrscheinlich keine auskömmliche Rente. Und ich glaube, es ist jetzt ein zweiter Punkt noch, tatsächlich bleibt Lebensstandardsicherung abhängig von dem Lebenskonzept, was sich die Leute wählen, weil die Rente wird auch in Zukunft nicht so ausfallen, dass sie individuell immer dazu reicht, dass man davon leben kann. Es wäre ein ganz anderes Wirtschaftsmodell, glaube ich, wenn jeder Mensch sozusagen dahin käme. Kann sein, dass unsere Gesellschaft dahin tendiert, aber das sehe ich im Moment noch nicht. Herr Thiele hatte gesagt, sehr viele Frauen bekommen deutlich geringere Renten und das hat was auch zu tun mit der Zeit vor der Rente. Also wenn man da was ändern will, dann meine ich, muss man auch dort ansetzen. Das sind sowohl Beschäftigungsmöglichkeiten, Löhne etc. Was spricht für eine Anhebung des Rentenniveaus? Na, aus meiner Sicht spricht vor allem dafür, dass tatsächlich diese, die Schere zwischen Lohn und Rente nicht weiter auseinanderdriften darf. Ich glaube, die politische entscheidende Frage, der wir ja auch heute so rumdiskutieren, ist dann eher die Höhe. Also ein Niveau festlegen, dass 43% oder 46%, also Anhebung von wo, ne, wäre jetzt die Frage sozusagen. Also wenn wir sagen, wir lassen es bei 43, wäre es ja auch implizit eine Anhebung, ja, weil wir über 2030 hinausdenken und sagen, es darf nicht weiter absinken. 46 wäre auch ein mögliches Niveau. Und dann ist immer die Frage, also für, gegen so eine Anhebung. Was macht man sozusagen, wie bezahlt man das, ja? Wie finanziert man das? Also sagt man transferiert Riester darüber und kann das darüber finanzieren, dann hat man, meine ich, eine politische Entscheidung getroffen, die kann man gut oder schlecht finden, gibt es Pro und Contra, oder man tut es halt nicht. Ja? Aber das ist sozusagen eine politische Entscheidung, man hat ein höheres Niveau, man hat dafür aber alle Mittel in einer Säule und aus meiner Sicht kann man das machen. Ich habe vorhin schon gesagt, es spricht ein bisschen was für Risikodiversifizierung, aber wenn das nicht gewünscht ist, dann spricht auch nichts dagegen, sozusagen diese eine Säule zu favorisieren und darauf zu setzen.
Ja, ich wäre jetzt schon blöd als Rechtspräsident, wenn ich sagen würde, ich sehe das nicht so, dass man auch alles auf die gesetzliche Rentenversicherung setzen kann. Aber ich würde das fast sagen wollen. Also, wenn wir jetzt nur mal realistisch gucken. Also wir sagen, wir nehmen die gesamte Riester-Förderung, Zulagenförderung, die heute gezahlt wird, und stecken sie in eine Rentenversicherung. 3,5 Milliarden sind das pro Jahr etwa. Ja, ja. Stecken wir in eine Rentenversicherung, sind 3/10 Beitragssatz niedriger, so viel macht das aus. Oder wir könnten es auch umrechnen, 6/10 Rentenniveau höher. Also das Rentenniveau könnte 6/10 höher sein, wenn wir die gesamte Riester-Förderung in die Rentenversicherung stecken. Ist nicht wenig. Also, und hilft denen nicht genau, die jetzt... Ja, und die jetzt bei Riester besonders gefördert werden, nämlich die Niedrigverdiener, denen hilft gar nicht, die kriegen halt 1 Euro mehr Rente. Also da täte ich mich ein bisschen schwer. Ich würde viel lieber, das habe ich aber von Anfang an ja auch schon gesagt, mir ist dieser Begriff Rentenniveau einfach zu, wir haben jetzt auch schon wieder diskutiert, Rentenniveau im Sinne von höhere Rente. Ja, ich bin ja dafür, höhere Renten. Da wäre ich sofort dabei. Aber das jetzt festzumachen im Rentenniveau, täglich tue ich mich sehr schwer. Ich glaube auch, es ist ein taktischer Fehler, das zu machen, weil das Rentenniveau kann ich erhöhen mit Mitteln. Die wollen wir alle nicht. Also kommt wieder mein Lieblingsthema. Ingo lacht schon, weil ich das schon ein paar Mal erzählt habe. Wenn ich jetzt Minister wäre und wäre nicht sozialdemokratisch orientiert, sondern würde mal einen strikten liberalen Kurs fahren würde, und jetzt kommen mir diese ganzen Leute und sagen, das Rentenniveau muss doch höher sein, da würde ich sagen, naja, wir haben eine Menge Kosten für die Flüchtlingsintegration, finanzieren wir das doch mal über die Arbeitslosenversicherung. Da geht halt der Arbeitslosenversicherungsbeitrag von heute 3% auf 6% hoch, da waren wir ja auch schon mal im Jahr 2000, ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Sofort geht das Rentenniveau hoch. Und zwar gar nicht so wenig. Also dieses höhere Rentenniveau, das kann ich produzieren mit, nicht nur mit höherer Rente, das kann ich mit allen möglichen Maßnahmen produzieren, weil das eben dieser komische, das ist halt ein Bruch mit Zähler und Nenner, die noch unterschiedlich definiert sind. Also so, von daher wäre mir viel lieber, wir würden reden über vernünftige, auskömmliche Renten. Meinetwegen, so wie der DGB über eine gute Arbeit spricht, könnte man auch über gute Rente sprechen. Es gab mal so einen schönen Bierdeckel, die Rente muss fürs Bierchen reichen. Das fand ich gut, das fand ich gut. Aber nicht nur fürs Bierchen. Aber so dahin die Diskussion bringen, hier ist völlig klar, dass das jetzt nicht mehr geht im Wahlkampf. Das ist jetzt zu spät. Aber ich, als Rentenversicherung denkt man ja auch immer über die nächste Legislatur hinaus. Und ich hoffe, dass wir in absehbarer Zeit dazu kommen, dass wir wieder über vernünftig hohe Renten sprechen und nicht mehr über dieses komische Rentenniveau. Lebensstandardsicherung, ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde schon beide Funktionen sind wichtig in der Rentenversicherung. Lebensstandardsicherung und Armutsvermeidung. Will ich nicht ausspielen gegeneinander. Genau, Lebensstandardsicherung hätte ich im Grundsatz eine ähnliche Position wie Herr Geier. Gute Arbeit ist ein wichtiger Punkt. Die Leute müssen ordentlich in ihrer Erwerbsphase verdienen, da kommt doch bei der Rente genug raus. Wenn sie aber in der Erwerbsphase nicht genug verdienen, wird es ganz schwer, das in der Rentenversicherung zu reparieren entsprechend. Dazu gehört dann nicht nur gut verdienen irgendwie, sondern gut verdienen in sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen. Deswegen ist Erwerbsversicherung ein wichtiges Element, wenn man Lebensstandardsicherung wirklich sichern will. Weil wir werden immer mehr Menschen haben, die nicht ihr ganzes Leben von der Lehre bis zur Rente sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, sondern immer mehr werden Zeiten haben, wo sie selbstständig sind. Oder auch beides zusammen, selbstständig und abhängig beschäftigt, zur gleichen Zeit, Halbtags oder sowas. Also alles muss Rentenanwartschaften erwerben durch Beiträge, sonst kommt man mit der Lebensstandardsicherung auch nicht weit. Dann würde ich, da bin ich glaube ich auch nahe bei Herrn Geier, aber nicht nahe bei vielen hier im Saal, ich würde schon auch meinen, wir brauchen einen Mix aus Rentenversicherung und Zusatzvorsorge. Ich glaube schon, dass wir da nicht drum rumkommen. Ich kann mir vorstellen, dass man neben der privaten kapitalgedeckten Zusatzvorsorge, die durchaus einige Mängel hat, daneben auch vielleicht eine Zusatzvorsorge in der Rentenversicherung macht. Ja. Neben den Pflichtbeiträgen. Das gibt es im Augenblick nicht. Das ist sogar verboten. Ein Pflichtversicherter darf uns keine höheren Beiträge als seine Pflichtbeiträge zahlen. Warum denn eigentlich? Früher war das anders, aber jetzt ist das so. So, also man könnte sich überlegen, ob man nicht sagt, wenn diese Standardleistung der Rentenversicherung
nicht vollständig jeden Standard sichert ist, man aber die Ergänzung nun unbedingt nicht in der privaten Vorsorge machen will, weil man dem nicht über den Weg traut, vielleicht kann man es in einer Rentenversicherung machen. Ich weiß, das ist eine Abkehr von dem 2001er-Reform, wo man gesagt hat, Zusatzvorsorge soll kapitalgedeckt sein. Kapitalgedeckt ist das nicht. Die Rentenversicherung möchte nicht gerne kapitalgedeckte Renten verwalten. Das möchten wir wirklich nicht. Weil wir A, nicht glauben, dass wir das besonders gut können und weil wir B, im Augenblick sehen, was wir da auf die Nase fallen können. Also das Risiko möchten wir nicht so gerne. Aber Zusatzvorsorge im Umlageverfahren hat es früher gegeben. Warum soll es das nicht wieder geben? Nur bei denen, die es nicht anders wollen. Nicht zwingend oder so, nur bei denen, die nicht riestern wollen oder anderswo was machen wollen. Ich habe auch nichts dagegen, dass die gefördert werden, wenn sie woanders was machen. Und letzter Punkt noch mit diesen Staatsfonds oder auch mit dem schwedischen Modell. In Schweden ist das so organisiert, wie ich glaube mal in Deutschland der Riester das geplant hatte. Nämlich so als so eine obligatorische Zusatzsicherung kapitalgedeckt. Das hat den Vorteil, muss man schon sagen, es hat den Vorteil, dass es viel kostengünstiger ist, weil die Versicherungen nicht so viel in Werbung investieren müssen. Und so hohe Abschlusskosten haben. Ja, das ist ein hoher Kostenanteil bei den Versicherungen, das ist so. Das haben die da nicht, weil die Leute müssen kapitalgedeckt vorsorgen. Gut ist, dass wenn sie sich nicht entscheiden können für, oder wollen für ein Produkt, sie in einen vorgezeichneten so einen Standardfonds kommen, der ist staatlich verwaltet, allerdings nicht vom Staat angelegt. Der Staat gibt das Geld in private Fonds auch, aber das ist der Staat verwaltet es. Das kann man machen, hat allerdings auch in Schweden einen Punkt, um den man nicht rumkommt, da ist nichts garantiert. Auch in Schweden ist nichts garantiert. Ja, das ist mit Inflation. Da kann genau das, was Sie sagten, völlig richtig. Das ist das Problem. Ja. Wir haben doch die umlagegedeckte Rentenversicherung, um eben halt Inflation ausgleichen zu können. Das ist doch das Problem. Ja, es ist stückweit richtig. Das ist an die Löhne orientiert. Genau. Genau. Ja, aber die Löhne steigen mit der Inflation. Aber das ist der Punkt, das weiß er ja. Ich greife jetzt hier nicht rein, weil hier ganz intensiv diskutiert wird. Aber jetzt wollen wir doch erstmal. Es ist der Punkt. Es gibt eine Dynamik über die Löhne und an den Löhnen orientiert und in dem Maße, die Löhne die Inflation ausgleichen oder hoffentlich übersteigen, ist die Dynamik auch real. Wo das nicht der Fall ist, ich hatte ja gesagt, wir hatten in den frühen 2000er Jahren Nullrunden, in den letzten 10 Jahren hatten wir gute Rentenanpassung, muss man schon sagen. Aber das muss nicht so bleiben, sage ich auch. Aber ich sage nur, dieses kapitalgedeckte Modell hat Vorteile und hat auch Nachteile. Ich bin nicht jemand, der sagt, wir wollen gar keine Kapitaldeckung. Bin ich nicht. Ich bin jemand, der sagt, lasst den Leuten doch die Wahl. Wenn sie kapitalgedeckt Zusatzvorsorge machen wollen, auch meinetwegen staatlich gefördert, sollen sie das können. Wenn sie das aber nicht wollen, sollen sie eine Rentenversicherung machen. Dann hat man nämlich das Gleiche erreicht. Man braucht den Pflichtbeitrag nicht höher anzusetzen, aber bei denen, die sagen, ich vertraue der Rentenversicherung mehr als dem Privaten, dann zahlen die eben etwas mehr Beitrag freiwillig bei uns ein. Ja, Klaas. Vielen kann man ja gar nicht widersprechen. Ordnung auf dem Arbeitsmarkt ist ein ganz wichtiger Punkt, aber da bin ich auch schon bei der Frage des Rentenniveaus. Man kann natürlich jetzt immer sagen, naja, was sind jetzt 50% und 50% von was und beißt es natürlich fest und sagt es doch lieber ordentliche Rente. Ja, bloß davon, das ist nichts Greifbares. Sondern ich muss den Menschen klar machen, uns geht es darum, dass die Renten angekoppelt werden an die allgemeine Einkommensentwicklung, damit auch halbwegs inflationsfest sind. Und dafür muss ich auch eine Nummer nennen, weil auch bei der Frage gute Arbeit und anständige Einkommen und Mindestlohn musste ich irgendwann eine Zahl nennen. Als Gewerkschaft mussten wir halt einen Mindestlohn dann durchsetzen von 8,50 Euro, jetzt 8,84 Euro. Und natürlich, ich muss konkret werden und darf natürlich nicht sagen, dass das alles ist, aber entscheidend ist uns die Ankopplung der Renten an die allgemeine Einkommensentwicklung und damit eine Teilnahme der Rentnerinnen und Rentnergeneration am Wohlstand der
in dem Land erwirtschaftet wird. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, wie wollen wir es finanzieren und dass eben die Finanzierung gerechter sein muss, als es jetzt ist, unter anderem durch eine Erwerbstätigenversicherung und durch eine entsprechende Steuerfinanzierung von nicht beitragsgedeckten Mitteln. Und das ist eben auch eine Frage der Akzeptanz bei den Menschen, die spüren müssen, dass sie für ihre Beiträge eben genau diese Ankopplung kriegen, dass es immer was miteinander zu tun hat, wofür bezahle ich Beiträge, wie viel Lohn bekomme ich und was habe ich dann später für Ansprüche. Und ein Punkt noch zu den, vielleicht zu den, wie man Altersarmut vorbeugen kann, anstatt also von irgendwelchen Grundrenten und Grundsicherungen und sonst irgendwas und diesen Riester-Sperenzchen da, würde ich dafür plädieren zu sagen, solange es das noch gibt, diese Niedrigeinkommen, wir machen eine Rente, eine Rentenberechnung, wie es auch schon mal gab, nach Mindesteinkommen. Das heißt, diese Rente nach Mindesteinkommen knüpft tatsächlich an der Erwerbsarbeit an und nicht daran, dass irgendwie mal die Arztgattin da mitversichert war und dann eine Mütterrente oder Mindestrente oder sonst irgendwas kriegt. Da haben wir zu viele Streuungseffekte, sondern man kann also Niedrigrenten dadurch vermeiden, dass man eben bestimmte Einkommen dann bei der Entgeltberechnung zugrunde legt. Das ist ein sinnvoller Weg und ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, die Verbindung von Arbeitswelt, so wie es auch Herr Geier sagt, von Arbeitsleistung, von Teilnahme am Arbeitsleben zu verbinden mit der Frage der sozialen Sicherungssysteme. Dieser Zusammenhang darf nicht verloren gehen in einem allgemeinen Geschwurbel, dass also dann irgendwelche Köpfe da sind, wo es also nur noch darum geht, wer sich da am stärksten daraus bedient und die dann nur noch Reparaturbetrieb sind, innerhalb der Arbeitnehmerschaft, die dann in diesem Verteilungskampf die Verliererin ist, weil sich die anderen aus der Finanzierung dieser Systeme zurückziehen. Vielen Dank auch dir, Klaus. Ich glaube, es hat sich jetzt auch hier in der Schlussrunde gezeigt, uns ist allen ans Herz oder uns liegt allen am Herzen, dass die Rentenversicherung nicht nur zu einer reinen Grundsicherungsveranstaltung sich immer mehr entwickelt, sondern dass klar ist, dass Rente zum Leben, Sie haben es so schön ausgedrückt, zum Leben reichen muss, und zwar so, dass ich quasi sowas wie eine Abwandlung oder Ableitung von meiner Erwerbsarbeit erkennen kann und nicht sagen muss, jetzt habe ich 45 Jahre gearbeitet und jetzt falle ich in die Grundsicherung. Und wie wir das politisch in welche Worte packen, das wird noch eine spannende Geschichte sein. Ich kann mir im Moment schon gut vorstellen, dass wir statt zu sagen, wir wollen Rentenniveau 50, über mindestens 50% haben, eine vergleichbare, griffige Botschaft haben, aber sie ist uns allen nicht eingefallen bisher. Von daher glaube ich, ist das ein Begriff, der einfach auch klar macht, wohin wir wollen, nämlich eine Stärkung der gesetzlichen Rente und eine klare Botschaft zu sagen, daraus muss sich wirklich ableiten lassen, dass Menschen von ihrer Rente leben können. Wir werden weiter daran arbeiten und wir haben in der AFA in den 60 plus auch bei der DL 21 Leute, die das mit Herzblut betreiben und dafür sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank. Und ich danke allen, die hier auf dem Podium sitzen, mit einem kleinen roten Fläschchen. Bitte nicht trinken, das ist was für einen Salat. Manche haben schon versucht, das zu trinken. Ich glaube, das war nicht so lecker. Ich würde es an Salat tun. Herzlichen Dank, Herr Geier. Gelegenheit, die ein oder andere Diskussion fortzusetzen. Ich fand es einen spannenden Abend, habe viel gelernt. Vielen Dank.
Applaus